Jetzt hoffe ich aber auf guten Content. Und ich glaube, ich war noch nie so schlecht vorbereitet auf den Podcast wie auf den hier heute. Sehr Perfekt. Das ist die richtige Anmoderation, denn heute heißt es Back to the Roots. 150 Folgen The Most Hated and Schwachsinn. Was geht ab, Leute? Ihr hört uns seit 150 Folgen zu. Im Schnitt 2 Stunden. Das heißt, ihr habt 300 Stunden eures Lebens verschwendet, uns zwei beziehungsweise inzwischen drei Idioten beim Nonsens verzapfen zuzuschauen. Fuck. Hat noch die Kurve gekriegt. Ja. Mein Beileid an euch alle. Als Entschädigung dafür haben wir uns heute ein, nee, wir haben uns überhaupt gar keinen Rabattcode ausgedacht. Aber ich dachte, wir fangen gleich mal mit Werbung an. Ich weiß noch gar nicht, wofür wir Werbung machen. Machen wir Werbung? Doch, wir haben noch extra dafür diesen Code bei Themasativa. Wie heißt denn der jetzt wieder? Stimmt, Geldgeil. Wir haben hier den Geldgeil. Code Geldgeil gerade bei TMH Sativa. Könnt ihr vier Dinge kaufen und kriegt nur drei. Nee, andersrum. Irgendwie so. Werbe Auf mal jeden gut. Vier Fall. Sachen und bezahlt nur drei. Na, Auf jeden schade. Fall, wenn ihr viel kauft, kriegt ihr viel gratis. Was geht ab, ihr Halunken? Viel durch die Gegend reisen. Ja. Living life hier. La vida loca. Alex wird jetzt DTM-Fahrer, wenn ich es richtig gesehen habe. Digga, da für mich viel zu schlecht. Ich wäre es gerne, aber nee. Aber es macht Spaß, definitiv. Ich kann ja Also. reinschicken. Ich war die Woche, war ich unterwegs. Ich war 3 Tage mit meinem guten Kumpel, dem lieben Marc, dem Inhaber von Rent4Ring, unterwegs. Wir waren wieder auf dem Trackday vom Gear Collector und haben da wieder Leute geärgert, wie die Geisteskranken gefahren. Und er fährt geisteskrank, ich sitze 95% daneben, weil ich nicht den Ferrari von ihm gerne fahren möchte und den in die Wand klopfen möchte. Ein Stint bin ich aber dann doch komplett durchgefahren. War sehr interessant. Danach, nach dem Trackday, sind wir nochmal zu ihm, zu der Firma gefahren. Und dann habe ich mir noch ein Auto geholt. Bin noch 3 Runden auf dem Ring gefahren. Ja, und jetzt ist das halt fest verankert, dass ich sage, gut, okay, ich muss halt noch mehr Runden fahren, weil ich halt noch nicht gut genug in meinen eigenen Augen bin für meine eigenen Fahrzeuge, um diese am Limit zu bewegen. Was soll ich da mit dem R8 und Co. auf dem Ring fahren? Kann ich nicht. Kann ich überhaupt nicht ans Limit bringen. Bin ich zu blöd für. Deswegen langsam besser werden. Normal, das ist wie ein Sport. Das ist Das halt, ist. ne, das ist eine Sportart. Du fängst, stellst ja nicht an und denkst ganz nach 2 Minuten Basketball spielen, nur weil du schon mal einen Ball in der Hand hattest. Und das Schlimme ist, dass du hast halt Respekt davor. Ich habe meinen Führerschein, seitdem ich 17 bin. Ich bin jetzt 28, 29, 12 Jahre habe ich den scheiß Führerschein schon. Ich weiß nicht so nicht, wie viele hunderttausende Kilometer schon in meinem Leben gefahren. Aber du hast eigentlich fucking gar keine Ahnung, wie das Auto funktioniert. Und Nein. das merke ich immer wieder, wenn ich die Trackdays und sowas mitmache. Man wird immer ein Stückchen für Stückchen besser. Du wirst immer besser, besser, besser. Aber wenn du dann jemanden an der Seite hast, der selbst brutal fährt und du siehst, wie der Kurven fährt und so weiter, dann kriegst du schon ein anderes Gefühl dafür. Und wo ich definitiv sagen muss, das war für mich das Allerwertvollste von den Jungs von Rent4Ring. Die haben auch Coaches im Endeffekt. So, genauso wie wir Leute coachen, coachen die auch. Und ich hatte den lieben Taylor dabei. Liebe Grüße an Taylor. Der ein verdammt guter Fahrer ist. Taylor und Dale sind beide dort. Mark auch, aber Taylor und Dale machen dort die Sachen. Dale hat 24-Stunden-Rennen von Nürburgring gewonnen. Also, das sind wirklich exzellente Fahrer. Und so ein richtiges Aha-Moment war: Du bist in der Kurve, du merkst, du hast Grip, passt alles. Auf einmal guckt er mich an, greift mir ins Lenkrad und zieht an dem Lenkrad. Nicht, weil ich die Kurve nicht gepackt hätte, sondern weil ich mir die ganze Zeit vorher in die Hose geschissen habe, dass ich gedacht habe, ich bin am Limit. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du lenkst ein und denkst, da geht nicht mehr, da geht nicht mehr. Und der hat gemerkt, dass ich unsicher bin, war alles gut. Aber er hat gesagt, okay, du kriegst jetzt einen Aha-Moment, damit du verdammt nochmal deutlich schneller fährst und mal ein bisschen schneller Progress machst. Hat dran gerupft, ich gucke den an und denke mir so, jo, nice. Mitten in der Kurve. Mittendrin, einfach so, zuck. Einmal richtig am Lenkrad reingegriffen, gerupft. Und er hat gesagt, you got more grip than you can ever imagine. Ich gucke ihn an, nehme so, dann heißt Digga. Okay, so, das war, glaube ich. Okay, aber da musst du ja auch erstmal hinkommen zu dem Punkt, ne? Alter. Ich stelle mir das krass vor. Und aber die müssen ja, das ist ja wie in jeder anderen Sportart auch, es gibt ja Trainer. Logischerweise. Ich meine, das bringst du ja nicht selber bei.
Du kannst es ja, du kannst ja bei Touristenfahrten kannst ja fahren, wie du willst. Ich habe jetzt so den Vorteil, dass ich die Jungs kenne und habe ja gleich gesagt, hast du Zeit, bitte komm mit raus, weil ich will keine Zeit verschwenden, so blöd das klingt. Ich möchte halt einfach schneller besser werden und die Fahrzeuge von den Jungs, ich kann es an der Stelle nur Werbung für Rent4Ring machen. Klar, ich kenne die Jungs jetzt Aber schon haben lange nicht und alle so Profi-Rennfahrer, die haben Coaches doch safe, oder ja, nicht? natürlich, natürlich, natürlich. Und ganz, ganz viel Mechaniker und Co. Und das wird irgendwann, also wenn du den Motorsport drin bist, das ist so feinfühlig. Aber kann ich wirklich, wie gesagt, an der Stelle nur jedem empfehlen, gerade wenn man mehr lernen will. Weil wenn dir die Augen geöffnet werden, fickt doch so ein Fahrsicherheits, alles Käse. So, wenn du hier scheiß Ring fährst und mit 240, 250 drunter kommst und einfach denkst, jetzt kurz links, jetzt kurz rechts und dann geradeaus weiter. Und der Kollege neben dir sagt, lass stehen, fahr einfach. Ist egal, du kannst das. Und du guckst auf den Tacho und du bist bei 230, 240, denkst du so, Dicker, ich nehme jetzt die Kurve mit 240, willst du mich verarschen? Und der sagt, ja, du hast noch so viel Luft nach oben, gar kein Problem. Und ja, das war jetzt wirklich, das war davor schon so, aber jetzt mal mit Coach und allem, muss ich sagen, ja, das hat sehr viel gebracht. Kann ich jedem nur empfehlen. Man Ist hat auch. von außen immer gar keine Vorstellung, mit was für ein Speed die in so eine Kurve reinfliegen, war. Alter, das ist geisteskrank. Wenn du gerade Wie? sagst, 240, ich scheiße mich schon ein, wenn wir 240 geradeaus auf der Autobahn fahren. Ey, also ich glaube, das ist eine ganz andere Nummer. Ich kenne immer nur so, wenn du so Videos aus einer Dashcam so von drin siehst, was da für G-Kräfte wirken, wie du auf einmal irgendwo im Sitz Das klebst. ist. Und das Ding ist, und es steuert einer. Also du fühlst dich da auch, glaube ich, nicht safe, wenn du das selber machst. Es sei denn, du hast es halt eine Million Nee. Mal gemacht und weißt so auf jeden Millimeter, wie dein Fahrzeug reagiert. Und dann kann ja trotzdem noch immer mal was schief gehen. Ne? Kann Ey. trotzdem mal ein Reifen platzen oder ein Motor platzen oder irgendwas, womit du nicht gerechnet hast. Öl. Hast Öl auf der Fahrbahn, bist du direkt weg. Aber Ja, bist du oder irgendein anderer Depp, der dich überholen will oder so, ja, fährt das dir halt natürlich. rein. Also es besteht ja durchaus das Risiko, dass da mal was passiert. Ja. Nee, Krass. aber das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch das, was Ben gesagt hat. Du kannst das nicht auf Video erleben. Also wir waren auf dem Track Day. Wir waren mit dem Ferrari F8 von den Jungs da. Und Marc kann sehr, sehr gut fahren. Und wir waren auch wahrscheinlich mitunter den wirklich schnellsten dort. Und ich habe mitgefilmt, einfach nur für mich selbst, so 15, 20 Sekunden, habe einfach nur die Kamera drauf gehalten und habe geguckt, okay, wie wirkt das auf der Kamera? Dicker, ich bin in dem Auto hin und her geflogen und auf der Kamera hattest du das Gefühl, das ist ja ganz schön langsam. Und in echt, du kommst auf die, das war der Grand Prix-Kurs vom Nürburgring, du kommst auf die scheiß H-Kurve an, also auf diese sehr enge Kurve, ich weiß nicht, wie sie heißt. Dicker, da hast du 220, 230 auf dem Tacho und dann gehst du voll in die Eisen. Und dann musst du den Apex treffen und raus und denkst dir schon, Alter, du klebst da so drin. Und das ist ein Straßenfahrzeug, das ist kein Rennfahrzeug. Es sind Weltenunterschied, als ich auch in Rennfahrzeugen mit drin saß. Digga, du kannst dein Hirn gar nicht so kalibrieren, wie diese Fahrzeuge fahren können. Wo du in Stell dir der mal vor, du Kurve. sitzt in so einem Formel-1-Wagen oder so. Das ist Ja, ja noch mal eine ganz andere Welt. da kann dein Nacken gar nicht mithalten. Kennt ihr diesen, es gibt auch so ein Tandem-Formel-1-Fahrzeug, wo dich tatsächlich mal einer quasi, also ich meine, das ist ja das, was wo ein normaler Mensch wahrscheinlich mal am dichtesten an eine Formel-1-Fahrt drankommt. Ich glaube, das ist schon verrückt. Dein Nacken kann es nicht. Das ist ganz, das ist das Verrückteste. Dein Nacken schafft die G-Kräfte nicht. Und irgendwann fängst du halt einfach an, mit dem Kopf durch die Gegend zu floppen. Und dann kannst du dir ja nicht mehr sehen, wo du bist. Das heißt, du bist in der Kurve. Du musst eigentlich noch mehr G-Kräfte fahren, weil du schneller durch die Kurve kommst. Aber dein Kopf hängt da. Das heißt, du kannst gar nicht vom Hirn verarbeiten, wie jetzt du die Kurve zu fahren hast. Und die liegen. Die Formel-1-Fahrzeuge, du liegst drin. Das heißt, deine Füße sind über deiner Hüfte. Haben wir uns nicht, Max, dieses Video immer geschickt, wo dieses Auto sich überschlägt, wo der. Ja, Rallye-Fahrer ist Ja, auch nochmal. Das diese. ist eine ganz andere Brut. Die sind ja, also die sind halt alle geistesgestört. Komplett. Also ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, dass man dann Rallye-Fahrer wird. Das ist halt, wir fahren dann halt mit 250 durch den Wald. Das. Und dann Aber sagt kennt. einer so komische Hieroglyphen, jetzt eine Und die lange. fahren halt blind, gefühlt. Der Typ rechts neben dir muss dir alles sagen.
Der sagt, der ist eine lange Rechte, ist eine kurze Rechte in 50, 40, 30 und du denkst dir, ja, okay, ich lenke also, jetzt einfach mal ein. Aber vom Gefühl her ist das wahrscheinlich die krankeste Motorsportart, mal abgesehen von vielleicht irgendwie so Freestyle-Motocross, wo sie halt drei Saltos machen oder so. Aber selbst das, finde ich, sieht irgendwie kontrollierter aus, als wenn einer mit 300 durch den Wald brettert. Aber kennst du so diese Rally-Crash-Videos? Und ja. So die Cam drin, die Jungs, die sind komplett gefasst. Ja. Die fliegen einfach 40 Meter durch die Gegend, überschlagen sich 100 Mal und die sitzen da drin und so und dann bleibt das Auto stehen. Also, okay, gut, wir steigen jetzt aus. Und ich denke so, Alter. Das ist aber ein großer Vorteil. Da muss ich wieder die Jungs loben. Also das lernen die wahrscheinlich alles locker zu lassen, weil sie sich weniger verletzt oder so. Ne? Ja, Hände weg vom Lenkrad, weil dir sonst die Finger gebrochen werden und die eine andere Scheiße. Aber das muss ich wirklich sagen. Die Fahrzeuge von den Jungs, es gibt viele, es ist viele, so viele sind es nicht, Ringvermietung. Die Jungs von Rent for Ring sind am längsten schon da und da ist halt wirklich alles. Der packt halt in Autos, die 30.000, 40.000 Euro neu kosten oder glaube ich ein bisschen mehr. Toyota Supra, die neue, da kommt ein Fahrwerk rein, das kostet mehr als, glaube ich, 10 oder 12 Mille. Das ist ein Fahrwerk aus dem Rennsport. Das ist bei allen Fahrzeugen so, die sind komplett stripped, also da ist nichts drin, da ist ein riesengroßer, verschweißter Überrollkäfig drin, Harnesses, alles drum und dran und du fühlst dich einfach dadurch deutlich sicherer. Klar, ich bin jetzt die Dinger schon mehrfach gefahren und Co. und alles, aber das ist wirklich nice. Ja, aber ich kann's wirklich jedem nur sagen, es ist sehr geil, wenn man sich mal den Nürburgring verirrt, sollte man unbedingt zu den Jungs gehen. Ist auch gar nicht so teuer, muss man immer an der Stelle sagen. Wenn du dein eigenes Auto zerschrottest, klar. Wenn du auch das Auto von denen zerschrottest, bist du auch gut arm dran. Aber ja, da bist du für ein gutes Wochenende mit Hotel und allem vielleicht 1.000 Euro, 1.200, 1.500. Das ist aber echt nichts. Pro Runde, ich glaube, pro Runde, Marc, schlag mich nicht tot, wenn ich lüge. Ich glaube, kostet der, wenn du den 1er BMW fährst, der hat fast 300 PS, der ist komplett alles raus mit dem scheiß Fahrwerken von Ölien und was auch immer drin. Der kostet, glaube ich, in der ersten Runde mit Benzin und Tagesticket 250 und dann jede weitere Runde, ich glaube, 180 oder 190. Du musst aber bedenken, der Nürburgring ist 21 Kilometer und du wirst garantiert keine 7er Zeit fahren, weil das dann fährst du auf letzte Rille. Das heißt, wenn du da als Anfänger durch die Gegend düst, wirst du ja wahrscheinlich 9 Minuten irgendwie sowas brauchen. 8, 9 Minuten. So, du fährst 3 Runden, dann bist du erstmal Knülle. Dann musst du kurz Pause machen, dann kannst du wieder 3 Runden hintereinander fahren. Und dann ist das eigentlich nicht wirklich teuer. Kann ich jedem nur empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Auch jetzt nach den ganzen Trackdays, die wir gemacht haben und irgendwelchen Experiences, ist für mich jetzt sowieso in Stein gemeißelt. Ich habe gleich, 19.09. habe ich mir gleich wieder den Tag gebucht, weil ich da in der Gegend bin und werde jetzt so viel ich nur kann fahren, um noch besser zu werden. Habe ich richtig Bock drauf. Also muss ich wirklich sagen, das ist das, wo ich war schon immer großer Autonarr und wo ich jetzt auch gesagt habe, da muss ich, wenn nicht jetzt, wandern. Das war meine Woche. Meine Woche war sehr angenehm. Also ich bin sehr euphorisiert. Sehr schön. Was ging mit dir außer 2 Tage Migräne? Ja, ich letzte 2 Tage lag ich flach und zwar so richtig flach, wie ich schon ewig nicht mehr mit Migräne flach war. Das war aber tatsächlich meinem Nacken geschuldet. Ich war die Woche eigentlich nur am Hin- und Her-Pendeln zwischen Hamburg und Berlin, immer zum Gym und dann wieder zurück. Und diesen einen Tag habe ich dann noch ein Rückentraining in Hamburg gemacht, habe mich dann gefühlt noch mit Pump ins Auto gesetzt, Klassiker. Und dann bei mir ist immer so, ich habe immer meinen Arm auf der Mittelkonsole, da läuft oben mein Nacken zu. Und die restliche Zeit gucke ich halt irgendwie so aufs Handy oder sonst. Und dann war einfach alles dicht. Nächsten Tag war noch schlimmer. Und keine Ahnung. Und ich habe so Migräne. Bei mir ist immer so, ich habe so Aura-Migräne. Und wenn ich das nicht rechtzeitig mitkriege, bin ich am Arsch. Weil dann kann ich auch nichts mehr machen. Und ich bin die eine Nacht dann schon quasi mit Migräne aufgewacht. Es ist egal, was ich an Triptan oder Schmerzmittel nehme, da hilft nichts. Da bin ich mitten in der Nacht rausgegangen, spazieren, weil ich weder liegen konnte, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen. Sobald ich mich hingelegt habe, hätte ich kotzen müssen. Alter, da kannst du dir vorstellen, dann ist der ganze nächste Tag völlig im Arsch. Abends ging es dann ungefähr wieder, habe mich ins Bett gelegt und nach 2 Stunden bin ich wieder aufgewacht und wieder mit Migräne. Heute war ich zum Glück dann beim Physiotherapeuten, bei Vedat Physiocor. Wirklich absolut bester Mann in Berlin. Ich kenne keinen Physiotherapeuten, der da so viel Herzblut reincheckt und der auch
richtig, richtig ranholzt. Der ist komplett am Arsch, wenn er mich behandelt hat. Aber seitdem kann ich mich auch wieder bewegen. Ja, ansonsten Gymstress des Grauens. Es sind immer noch, wir haben so eine To-Do-Liste, keine Ahnung, da sind immer noch 50 Punkte drauf, die so, wo es jetzt für jeden Punkt irgendwie einen Termin gibt und wir alle auch ganz doll hoffen, dass diese Termine auch alle eingehalten werden, weil sonst kriegen wir echt irgendwann ein bisschen Probleme. Aber wir haben damit gerechnet, dass nicht alles 100% läuft. Dementsprechend, wir machen gerade alles, was wir machen können. Der Eröffnung steht soweit erstmal, oder der Eröffnungsfeier steht soweit nichts im Wege. Da haben wir jetzt eigentlich alles grob fertig geplant. Wir haben uns um die Verpflegung vor Ort gekümmert. Einladungen an alle Leute sind raus. Einladungen an euch da draußen sind auch raus. 23.09. Schaut vorbei am Invictus Gym ab 12 Uhr morgens. Alex wird auch da sein. Wer kommt von unseren Influencern alles? Wir haben eine ganze Liste. Alle. Das ist auch da. Ich habe auch allen gesagt, die sollen kommen. Also es kommt eine ganze Menge. Chris ist da, Emil ist da, Heiko ist da. Wir haben sogar die Nettis haben wir eingeladen. Sogar ein Patrick Teutsch kommt und ein Daniel Kubik sind dabei. Wir haben die Powerlifting-Jungs sind auch am Start. Pascal Su kommt zusammen mit Jona vorbei und so weiter. Das gesamte Big Zone-Team haben wir eingeladen. Ein paar Leute sind nicht da, weil parallel in Berlin die NPC-Meisterschaft, die Berliner ist. Da sind natürlich ein paar Leute anwesend. Wir haben aber zum Beispiel Leute wie den Lukas Guido, der ist morgens auf der NPC-Meisterschaft und fährt dann abends noch nach Hamburg zu uns. Also die Leute sind auf jeden Fall committed. Gefühlt alle unsere Athleten sind vor Ort. Also wir gehen wirklich davon aus, dass wir 500 plus Leute über den Tag dort haben. Und das ist eine große Veranstaltung. Das ist eine große Veranstaltung. Ja, das über den Tag, denke ich, verteilt sich das, weil die werden ja nicht alle morgens um Punkt 12 da auf der Matte stehen. Ich hoffe. Aber so ist auch gut, weil ich will auch Zeit haben, mit den Leuten noch ein bisschen zu reden da. Ja. Ne? Aber vielleicht überrennt ihr uns, wir haben auch 1000 Leute da. Dann kommen wir auf jeden Fall ins Wirbeln. Die sind für alle Eventualitäten gewappnet. Ja, was passiert diese Woche? Diese Woche werden die Malarbeiten fertiggestellt. Also wenn ihr es jetzt hört, ab Montag. Das heißt, ab Ende der Woche kann dann endlich unser Gymboden rein. Wenn Geil. Der Gymboden dann endlich drin ist, können die restlichen Geräte endlich rein. Dann kann der Tresen endlich gebaut werden und, und. Und das sind jetzt alles so Sachen, da dürfen jetzt die Termine, die dürfen jetzt nicht mehr rutschen, weil sonst haben wir keinen Puffer. Wir hatten zum Beispiel der Liefertermin für unsere Cardios, den haben wir ja vor Monaten ausgemacht. Vor Monaten wussten wir aber noch nicht, wann unsere Eröffnungsfeier ist. Weil dann haben wir im Nachhinein festgestellt, dass der Liefertermin für die Cardios, die sagen einem das nur so grob. Dann kriegen wir den Liefertermin für die Cardios. Ja, super, 23.09. Exakt der Tag, wo wir unsere Eröffnungsfeier haben. Super Idee, dann da halt irgendwie 25 Cardio-Geräte reinzuschleppen, während 500 Leute in dem Gym sind. Ja. Aber das kann gleich jeder mit anpacken. Ich wollte gerade sagen. Gyms. Ich wollte gerade sagen, hast du Helfer, hast du vor Ort direkt 500 Mann, das geht ratzfatz. Ey, das geht ja aber noch. Max, willst du die Live-Fitness-Geschichte erzählen? Die finde ich viel schlimmer, bitte. Ja, das ist auch immer, man muss auch immer überlegen, was lässt man an die Öffentlichkeit oder nicht. Ne? Wir gehen natürlich reihenweise Dinge ein bisschen schief. Also das mit den Cardios haben wir geklärt, die kommen vorher, also die kommen die Woche vorher und sind dann drin. Aber wir haben ja, ihr wisst ja, den Großteil der Geräte, die wir haben, die gehören ja sowieso uns. Ne? Diese ganzen Plate-Loaded-Geschichten, die Nautilus-Geschichten, die alten Cybex-Geschichten, Hammer-Geräte und so weiter. Das alles gehört alles uns. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir die ganze neue Cybex Pin-Loaded-Reihe, ja, sowas wie die Cybex NX-Row, die Cybex Schulterpresse und sowas, die haben wir alle nagelneu geholt. Die sind bei uns im Leasing. Das sind 20 Geräte. Die sollten 4 Wochen vor Eröffnung, also die sollten jetzt Ende September geliefert werden. Anfang September, Ende August. Haben wir einen blöden Anruf bekommen von Live Fitness. Die haben einfach den Liefertermin 8 Wochen nach hinten verschoben. Nicht so, ha Jungs, wir kommen ein paar Tage später, sondern hey Jungs, wir kommen 2 fucking Monate später. Das ist natürlich besonders gut, wenn der Liefertermin für 20 Geräte auf einmal nach dem Eröffnungsdatum ist. So.
Fick mein Leben. Setzt uns gleich vor zwei Probleme. Problem Nummer eins. Wir können ja nicht das Gym aufmachen, wenn Geräte fehlen. Ja, geht nicht. So, Problem Nummer eins haben wir relativ schnell gelöst. Wir haben ja ganz gute Kontakte. Ben hat gute Kontakte und Lars und Moritz auch zu einem Gerätehändler aus Berlin, der liebe Robert. Der hat sich bereit erklärt, uns so lange auszuhelfen mit Geräten. Ja, also da quasi da kommt zu den 20 Geräten kommt das Pendant einfach da rein. Wahrscheinlich eine gute Mischung aus Live Fitness und Hammer für die 3 Wochen, die wir überbrücken müssen. Dann kommt aber das Problem, die Dinger müssen da rein und für die Leute, die es gesehen haben, bei uns die Geräte ins Gym zu kriegen, ist unfassbar ätzend, weil die müssen alle die Treppe hoch und das waren alles die Plate-Loaded-Geräte. Plate-Loaded-Geräte sind leicht. Pin-Loaded ist bockschwer. Pin-Loaded-Geräte, die zusammengebaut sind, sind ja einfach mal 4-mal so schwer, weil da ist dieser verfickte Stack drin. So, und jetzt müssen 20 von diesen verschissenen Pin-Loaded-Geräten da erst rein für 4 Wochen und dann müssen während des laufenden Betriebes 20 von diesen Pin-Loaded-Geräten wieder raus und am selben Tag, wir können ja das Gym nicht leer stehen lassen, und am selben Tag müssen dann die anderen 20 Geräte wieder rein. Alter, das wird ein Tag, da bin ich glaube ich krank. Da bin ich krank, Digga, da bin ich irgendwo auch vorbei. Aber wie wollt ihr das denn die Treppe hochkriegen? Also ihr müsst die doch zerlegen, oder? Also das kommt halt auf die Geräte drauf an. Bei einigen Geräten kannst du die Stacks abmachen. Ja. Ne? Aber das geht nicht bei allen Geräten. Je nachdem, wie die aufgebaut sind. So. Also bei den Geräten, wo du den Stack abmachen kannst, relativ easy, da kriegst du das quasi halt in 2 Teilen hoch. Ne? Yeah. Beziehungsweise den Stack, da kannst du ja sogar, kannst ja die Platten abnehmen. Ne? Da kannst du kurz die Platten hochtragen und die 2 Stangen und dann steckst du das Ding wieder zusammen und schraubst es fest und schiebst das durch. Alles okay, aber bei den Geräten, wo das nicht geht, ja, da brauchst du ganz schön viele Leute. Ne? Da brauchst du dann halt irgendwie 6 Leute und ein paar Gurte und alle hoch. Das ist ja kein Fahrstuhl. Also das Witzige ist, man muss auch erzählen, diese Gerätemenschen, die sich mit Geräten beschäftigen, das ist so eine eigene Rasse Mensch für sich. Die wiegen ungefähr alle so 60 bis 65 Kilo, saufen den ganzen Tag Bier, aber wenn es darum geht, tonnenschwere Geräte in irgendwelche Ecken zu heben, wo sie keinen Menschen kriegt, da sind die Typen Nummer 1, Digga. Also, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Ich will nicht sagen die Bauernstärke, aber die Jungs, die gefühlt die härter arbeiten, als sie saufen können. Und beim Saufen denkst du dir schon, scheiße, was machen die? Ja. Also ich habe auch, tatsächlich habe ich sonst nur noch einen Joker. Wenn das nichts wird, muss ich Melanie anrufen. Ja. Die kann er heben. Ey, da erinnere ich mich dran, dass quasi das erste Invictus-Gym, als ich mich damals quasi mit Tobi unsere Gyms auseinandergegangen sind, ich mein eigenes Gym gegründet habe, haben wir auch so eine Lagerhalle gehabt und an den Umbau erinnere ich mich noch. Und da hatten wir eins der ersten Geräte, da hatten wir diese Bauer-Fitness-Geräte drin und eins der ersten coolen Geräte war von Live-Fitness dieser duale Turm, der enge Kabelturm. Der ist so geil. Und den gibt es in der leichten und in der schweren Version. Und in der schweren Version wiegt jeder Schenkel davon halt einfach 300 Kilo. So. Na, du kannst den Turm nicht zusammengebaut 600 Kilo transportieren. Das geht nicht. Na. Und dann hatten wir das Ding im LKW. Ey, und dann waren wir einfach 4 Jungs mit Gurten darunter. Und wir alle so, wir schultern das Ding jetzt und tragen das da raus. Ne? Alter, fucking Pustekuchen. Wir haben das nicht geschafft zu bewegen. Und wir saßen da, haben gegrübelt, wie wir das jetzt machen mit irgendwelchen Wagen darunter und so weiter. Bis Melanie kam. Alter, Melanie hat sich diesen verfickten Turm an diesem Gurt, das, was wir zu zweit nicht geschafft haben, und hat das Ding einfach hochgehoben. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Danach waren wir auch alle wirklich entmannt. Danach hatten wir auch alle auf der Baustelle da nichts mehr zu sagen. Weil auf einmal das Mädel ankam und das Kackding da getragen hat. Und danach waren auch alle so, okay, wir sind Pussys, das muss jetzt irgendwie gehen. Und dann ging es auch. Weißt du, manchmal ist es so, manchmal muss es einfach mal einer machen, damit man feststellt, dass es tatsächlich geht. Und die gehört halt zur Kategorie, das ist so diese ganze Strongman-Fraktion, die haben alle einen am Dach. Ich wollte gerade sagen. Wenn irgendetwas
das ist auch so der Unterschied zwischen Bodybuildern und Strongman. Der Bodybuilder, der muss alles in perfekten Winkel und sonst wie machen, dann ist der auch richtig stark, ja. Und beim Strongman ist es so, je unhandlicher das Kackding irgendwie anzufassen ist, umso geiler finden die das, ja. Und am besten tragen die das dann wie Gimli irgendwie durch die Gegend. Also, letzte Bastion, wenn wir die Jungs das nicht reinkriegen, dann müssen wir bei Dennis Kohlrus anrufen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Die ganzen also, Strongman-Jungs anrufen. Dann sag ich so, Dennis, wir machen da jetzt einen Wettkampf draus. Ja. Der Gewinner kriegt eine Betonkugel oder so von uns. Und jetzt schleppt die Dinger da hoch um die Wette. Ich habe keine Ahnung. Aber das wird auf jeden Fall lustig. Ansonsten geht es eigentlich gut voran bei uns im Gym. Aber wird wirklich alles zeitknapp. Aber just in time, ja. Aber man kann halt auch nicht totplanen. Bei uns war ursprünglich halt das Problem, dass so sich dieser Veröffentlichungsdatum, der hat sich, beziehungsweise dieses Startdatum hat sich so weit immer nach hinten verschoben. Aufgrund unsere GmbH-Gründung hat ewig gedauert, weil beim Gericht was schiefgelaufen ist. Das hat uns mega viel Zeit gekostet und da waren uns die Hände gebunden, weil in der Zeit konnten wir ja einfach noch nicht in die Immobilie rein. Klar. Und also das hat unsere Veröffentlichung nach hinten verschoben, da konnten wir gar nichts machen in der Zeit. Und dann war das einfach alles irgendwann durch. Und dann war die Zeit halt auch einfach gar nicht mehr so ewig lange. Und im Endeffekt haben wir gesagt, so Jungs, wir machen das jetzt einfach, weil wir können das jetzt auch zu Ende tot planen. Wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wären wir auf jeden Fall nicht fertig. Und ich glaube, das ist ein Problem, was ganz viele Leute mitbringen. Manchmal muss man Sachen auch einfach mal anfangen. Und wenn man zwei Dinge nicht weiß, das wird sich irgendwie klären, weil das muss halt bis dahin passen und dann wird das auch passen. Und wenn wir irgendwann nochmal ein anderes Gym aufmachen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal was gelernt. Ich denke, das wird jedem inhabergeführten Studio so gegangen sein in der Größenordnung. Manchmal braucht man auch einfach ein paar Eier und muss anfangen und das, so ist unser Plan. Ich glaube, das ist in jedem Business so. Ich glaube, das ist die größte Hürde bei allem. Einfach mal machen. Ich meine, Worst Case, gut, dann geht's halt nicht. Dann musst du halt was anderes machen. Aber halt, mach einfach. Irgendwie wirst du es schon rausfinden. Genau, und mit einigen Dingen wirst du mal auf die Schnauze fallen. Ja. Dann hast du das gelernt. So ist das halt. Aber ansonsten bin ich guter Dinge. Ich habe auch endlich eine Wohnung gefunden. Nice. Endlich 2-3 Minuten weg von da zu Fuß. Also wirklich nah. Ja, wirklich, wirklich. Ja, also echt 2 Minuten zu Fuß um die Ecke. Schön, 4-Zimmer-Wohnung. Sehr nice. Auch nice, heißt, kann ich morgens direkt ins Gym und zurück. Muss keinem da den Parkplatz klauen. Auch gut. Das wird witzig übrigens bei unserer Eröffnung. Ja. Ey, ich stelle mich in die dritte Reihe mit Warmbier. Das Ding ist, wir haben natürlich Parkplätze, aber wir haben, wenn 1.000 Leute auf einmal kommen, wir haben eigentlich 1.000 Parkplätze. Also wir werden wahrscheinlich bis zum Bergedorfer Bahnhof und jeden öffentlichen Parkplatz blockiert haben. Aber ist okay. Und wir müssen unseren Parkplatz, den wir vor der Tür haben, den großen Parkplatz, der ist wahrscheinlich abgesperrt an dem Tag, weil da werden wir Foodtrucks und so haben. Also, wo ihr parkt, das gucken wir dann. Vielleicht sperren wir auch einfach die Straße ab, machen wir so rote Flora-mäßig, wir besetzen einfach kurz das Viertel. Wir stellen Nadine mit so einer Warnweste auf die Straße und die macht das dann so Flugzeugträgermäßig und so Bullen da längs, Rest hier längs. So. Nee. Aber so langsam werde ich ein bisschen nervös oder werde ich aber so positiv nervös. Bisschen hibbelig aufs Gym. Nächste Woche geht es natürlich auch nochmal nach Hamburg. Ja. Heiße Phase jetzt. Ja, Peter und Nadine sind jetzt ab nächster Woche in Hamburg schon fest sehr cool. Bei uns und kümmern sich auch nochmal so um so Kleinkram. Peter macht dann den Posingraum fertig. Unsere Griffwand wird fertig, unsere Fenster werden fertig gemacht. Nadine kümmert sich um das Einrichten von unserer Lounge-Ecke, was gemacht werden muss. Wir haben so, ja, wir haben, ich will auch gar nicht so viel spoilern. Wir haben wirklich geilen Scheiß uns auch optisch noch fürs Gym einfallen lassen. Muss natürlich dann auch hier und da muss noch ein bisschen was dekoriert werden. Aber das sind auch so Sachen, das muss man auch nicht tot planen, wenn da die Geräte stehen und wir sehen, okay, da in der Ecke, da ist irgendwie ein bisschen leer. Was hauen wir da hin? Da machen wir das. Und ja.
Auf jeden Fall wird es Ende der Woche wird's schon ganz anders da drin aussehen, weil das ist komplett dunkel gestrichen und dann ist die Atmosphäre in dem Gym schon mal eine ganz andere. Ja, ja, definitiv. Bin sehr gespannt. Es hat vor allen Dingen mal was anderes im Sinne von auch was so Business angeht oder was man sonst so gemacht hat. Wir sind ja eigentlich eher Zeitalter nur hinter der Kamera. Und dann jetzt was zu haben, was mal wirklich was handfest ist, das kenne ich ja selbst, wenn du in dein eigenes Lager reingehst und das ist riesig, wo du so ein Gefühl hast nach dem Motto, oh scheiße, das ist alles ein bisschen größer als gedacht. Das ist echt so, das ist da. Genau. Ich schwöre dir, auch dieses Feeling, ich glaube, dieses Feeling, wenn ich da morgens reinkomme in dieses Gym und denkst, Alter, das ist mein Studio, genau. Das ist cool. Ja. Also das wird auf jeden Fall fucking cool sein. Ja. Und es wird geil. Vor allen Dingen wird da Leistung kreiert und sei es Content, als auch vor allen Dingen für alle Leute, die sich da anmelden. Du hast wenige Standorte, wo du so schnell Hilfe kriegen kannst und wo du vor allen Dingen dich selbst so unglaublich schnell verbessern kannst. Also du wirst dort garantiert mehr Progress machen. Alleine wegen Geräten, als auch weil du hast ja zu jedem Zeitpunkt, den du da bist, immer einen dort rumspringen, garantiert, der dir meilenweit voraus ist, in allem. 100 Pro. Na, guck mal, die Leute, die fragen jeden Tag so, ob es mal neue Updates aus dem Gym und so gibt. Das Ding ist, grafisch kann ich euch wenig zeigen. Also es passiert jeden Tag was auf dieser Baustelle. Aber ich würde gerne quasi das nächste Update würde ich machen, wenn es da drin auch wirklich dann schon aussieht wie ein Gym. Das ist momentan so ein bisschen so die Krux. Das ist, muss man auch dazu sagen, wir sind hier in den Presale gegangen. Wir haben schon ordentlich Mitgliedschaften verkauft, aber die Mitgliedschaften, die wir verkauft haben, sind logischerweise, das ist unsere Community, ne? die quasi das Vertrauen in uns setzen, dass da auch das drin ist, von dem wir reden. Das ist natürlich für eine Person, die mit uns nicht viel zu tun hat, schwierig, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, von dem jemand redet, wo du es noch nicht greifen kannst, wo du es nicht sehen kannst. Es ist ja auch nicht jeder so ein Geräte-Nerd, ne? Also ich kann ja viel von irgendwelchen Nautilus-Geräten erzählen. Wenn die das denn sehen, dann, ach so, das waren die Dinger. Vielleicht. Deswegen bin ich auch wirklich sehr hinterher, dass jetzt Farbe, Boden, Geräte, dass das in der Reihenfolge so schnell wie möglich, schneller als alles andere passiert, damit wir da drin anfangen, Content drehen zu können und auch dementsprechend die Leute catchen. Heißt für euch aber übrigens, unser Eröffnungsangebot bleibt unser Eröffnungsangebot. Heißt, wer immer noch struggelt damit, sich anzumelden, sollte das tun bis zum 1.10., weil ihr spart nämlich fucking viel Geld, 79,90 Euro auf das 2-Jahres-Abo. Oder sogar 69,90 Euro, wenn ihr die 2 Jahre im Voraus bezahlt als Einmalzahlung. Ne? Und danach kostet es 99,90 Euro unser Gym. Also sucht es euch aus. 70 oder 100 Euro im Monat, schon ein Unterschied. Ne? Weißt du, was aber das Schöne daran ist? Kurzzeitig reingrätsche. Mhm. Was ein guter Vorteil daran ist? Du hast keinen Larry, der dir auf die Eier geht in diesem Studio. Nein, das wird nicht passieren. Da gibt es keine Karteileichen, da gibt es keine Leute, die da reingehen, um Däumchen zu drehen. Erstens, weil das Geld zu schade ist und zweitens, weil die sich wahrscheinlich alle in der Atmosphäre nicht wohlfühlen werden, wenn da irgendwelche Alibi-Leute reingehen wollen. Deswegen, das wird das einzige Fitnessstudio in Deutschland sein mit einer Shank-Lizenz, bei der man Aperol Spritz kaufen kann. Willst du die holen? Ich überlege es tatsächlich. Probier es. Der Gag ist gut, der passt. Wir warten immer noch auf dein Aperol, Alex. Auf mein Aperol? Nee, ich habe aktuell Sense. Hier ist genug zu tun mit den ganzen anderen Sachen. Ich warte immer noch darauf, dass wir endlich mit den Soßen starten können, endlich Business to Customer, also Direct to Customer. Da sind wir nämlich genau wieder den deutschen Staat ausgeliefert, der wieder Ewigkeiten braucht, um Steuer-IDs und Co. freizugeben. Das heißt, nervtönt. Aber it kommt. It is fertig. Hab alles gefressen. Ist lecker. Erzähl mal, du hast den Tag gepostet. Papa hat 500.000 in Supplements versenkt. Nee, also was heißt wieder versenkt? Das passt eigentlich dazu, weil wir, kann ich an der Stelle sagen, muss ich mich aber bedanken, wir wachsen aktuell in einem Tempo, das ist gaga. Ich habe heute noch Stories gemacht. Wir haben 1.500 Rezensionen.
Die Webseite gibt es, glaube ich, seit so, wie sie ist, mit diesem Judge Meal Tool, ich glaube, seit einem Jahr oder anderthalb. Und wir haben, ich habe natürlich bei größeren Firmen, in Anführungszeichen, größere Firmen, das ist ja eine sehr, sehr große Firma, mal geguckt, was da so Rezensionen so auf der Webseite direkt sind und nicht über Amazon. Ja, Digga, da hängen wir aber selbst die großen Firmen ab, aber locker flockig. Und da bin ich sehr happy und das ist halt jetzt auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Double Down, Vollgas geben. Ich holz halt alles, was es nur geht, in neue Produkte und Vollgas. Und wir haben jetzt im September 7 neue Produkte, die noch kommen. Jetzt hat sich alles geschoben. Eigentlich wollte ich, dass es sich so langsam, so Juli, August und dann hier, beispielsweise bei dem einen Ding ist das scheiß Schoden hier in die Qualitätskontrolle vom Zoll reingerutscht, was ja bei Max auch der Fall war. Wo wir die riesengroße Scheiße hatten, dass halt einfach Produkte hängen, weil einfach irgendeine Probe gezogen werden muss. So, dann ist die Probe jetzt Alter, gezogen. ich habe ein Produkt gerade fertig und habe jetzt einfach Lieferzeit für mein Produkt. Einfach fucking 6 Monate, Mann. Ja. So, Produkt, Welcome to my life, alle, weißt du, Alter. jetzt habe ich ein halbes Jahr darauf gewartet, dass Proben und alle Muster und so weiter durch sind und dann bist du fertig mit dem Produkt und sagst, yes, das hätte ich gern. Wie lange dauert das? 6 Monate. Alter. Du musst. Digga, da geht ein ganzes Jahr geht drauf. Um, damit du das Ding nachher auch in der Hand hast. Und das ist genau das Problem. Deswegen musst du immer so lange vorausplanen. Also ich muss jetzt schon bis Mitte, Ende 24 alles fertig haben. Und das ist halt das Nervtötende, weil klar, gewisse Rohstoffe haben sich verbessert, du kommst besser dran. Keine Ahnung, wenn du jetzt noch irgendwie an einen Whey rankommen musst und da einen Geschmack entwickeln musst, dann kriegst du relativ schnell Das gemacht. Problem ist, wir sind ja auch Deppen, wir bieten ja gefühlt nur Kombiprodukte an. Ja, und immer irgendeine exotische Und Scheiße. immer ist es eine Kacke, die nicht Ja. lieferbar ist. Und wir denken uns aber jedes Mal, aber es muss genau die Kacke da drin sein. Und dann nimmst du es halt hin, dass du ewig und 3 Tage drauf wartest. Und das haben wir, ist bei uns ist egal, es ist scheißegal, ob es das Kidney Plus oder das Heart Plus oder das CSA oder das Hepa-Detox oder sonst was. Überall ist immer genau eine Sache drin, Immer. die schwierig ist zu bekommen. Und deswegen haben wir teilweise, man, die Leute nerven einen ja tot, so mit, wann ist das wieder da? Und manchmal ist es wirklich so, ey, das können wir nicht sagen, weil selbst der Abfüller nicht weiß, wann er die Kacke wieder rankriegt, weil irgendein Chinese auch nicht weiß, wann er die Kacke fertig produziert hat. Ich hab genau das ist jetzt das Problem. Das Produkt, worum es geht, ist das Limitless, das ist ein Nootropikum. Also was darum geht, dass du wirklich optimal länger Energie hast, dich besser konzentrieren kannst. Und das Produkt war eingeplant für, ich glaube, die zweite Woche von August, also letzte Woche. Und jetzt ist die Realität mit, es ist ein Amt, das heißt, who knows, wie lange die jetzt brauchen, weil es geprüft. Wir müssen es aber nochmal prüfen, weil bei der Prüfung haben sie gesagt, ah, das, was Schoden draufgeschrieben hat, beziehungsweise dass es nicht belastet ist, haben sie angeblich irgendeinen Wert gefunden, der doch zu hoch ist an Belastung. Und jetzt muss das Amt mit dem Hersteller reden und so weiter. Und man hat mir im Endeffekt gesagt, ja, die waren einfach zu blöd. Also das Amt, das richtig zu lesen, da gibt es keine Probleme, weil das Ding ja schon längst eingeschickt wurde, sowohl von dem Hersteller als auch von dem Abfüller, weil die sich natürlich nicht die Blöße geben. So, heißt auf gut Deutsch, ich warte wieder auf Vaterstaat. Estimated Arrival irgendwann im Oktober. So, heißt einfach mal so um 2 Monate so puff, weg. So ist ja nicht so, als wäre dieses Produkt schon seit gefühlt 3, 4 Monaten bestellt. Und da kannst du halt nichts machen. Und deswegen, die Story war eigentlich genau das. Ich habe halt jetzt, also es sind mehr als 500k. Also sind wirklich mittlerweile sind wir bei Summen angekommen, wo mir selbst wirklich mulmig wird. Aber das passt eigentlich zu dem, was Max gesagt hat. Du musst halt einfach Gas geben. Und ich hab von Anfang an gesagt, mir geht's gut. Alles passt, ich muss aber HPN nicht ausquetschen. Also ich muss jetzt nicht so viel Gewinn wie nur möglich machen, damit ich mir, was weiß ich, noch mehr Autos kaufen kann und was auch immer. Mir geht es so, wie es alles ist, ist es gut und alles, was ich darüber theoretisch mir aus der Firma holen könnte, mache ich nicht. Es ist ausschließlich dafür da, dass diese Firma so schnell wie möglich wächst und ich meine Vision von meinem Sortiment, was ich haben will, erreiche. Und genauso ist es. Also wie gesagt, es sind jetzt 7 plus 4, was sind das? 11 Produkte, die noch kommen. Ich habe noch 2, 3 weitere Sachen, die noch ein bisschen, ja, ein bisschen fancy sind. Ich habe beispielsweise, kann ich schon leaken, ich habe einen Protein-Bar, der kein Riegel ist.
Also ich habe ein was ich nutze das eigentlich, das ist kein Proteinriegel, weil das nicht zu HPN passt, sondern es ist eher etwas, was mich als Fettsack fröhlich stimmt. Du kannst es auch wie so ein Riegel essen. Ich kann es droppen. Es ist im Endeffekt wie so ein Rice Krispie Treat. So, es ist eins zu eins wie so ein Rice Krispie. Du kannst reinbeißen. Ich habe das in 300 Millionen Versionen, haben wir das getestet mit, dass du es in deinen Haferflocken reintunkst, dass du es in die Reisflocken reintunkst. Das ist geil. Du kannst damit alles pimpen, was du willst. Du kannst das Ding einfach so fressen, wie du willst. Sowas bin ich dabei. Aber da musst du dich auch hinsetzen. Okay, was machst du da für eine Geschmacksentwicklung? Dies, das, Ananas. Dann ist die Scheiße bei Riegel nicht, dass der Riegel teuer ist, sondern weil das der teuerste, die scheiß Wichs fucking Folie darum. Weil du musst bei der Folie, musst du nämlich Meter bestellen. So, und dann gehst du hin und sagst, ja, was ist eure MOQ? Ja, so 10.000, 15.000 Riegel. Okay, passt. Fragst du bei dem Folienhersteller an. Ja, also so MOQ sind so meist so zwischen 50 und 100.000. Also äquivalent. Und ich sag dem Dicker, ich will doch zwei Geschmäcker machen. Minimum. Und dann sagt er, ich soll jetzt 200.000 Riegel holen. Digga, hast du so noch? Was ist, wenn die keiner kauft? Dann sitze ich auf 200.000 Riegel. Soll ich die alle verschenken? Und dann musst du mit dem verhandeln. Dann musst du hier und dann, ah ja, was machen wir denn? 25.000, 30.000. Sieht Alex mal aus wie Jabba the Hutt. Nee, ist ja High Protein, das ist ja der Vorteil. Das ist ja High Protein. Super, ja klar. High Protein, was? High Fiber, kaum Fett, kaum Carbs, richtig geil. Achso, keine Carbs, also nicht so wie Rice Krispie Treats. Nein, nur von der Konsistenz. Nein, okay. Nur es ist von der Konsistenz her so, weil ich liebe diese scheiß Rice Krispie Dinger. Da weißt du rein. Ich wollte mich auch gerade sagen, weil also diese Rice Krispie Treats für das, wie sie im Bodybuilding benutzt werden, sind die eigentlich auch schon ideal. Und das ist schwierig. Es ist auch so, du kannst dich auch nicht hinstellen und sagst, ich habe ein Maß besser gemacht als ein Maß. Nee. Ja, okay, du willst die ein bisschen anderer Use Case. Okay. Genau. Okay. Mit ein bisschen mehr Ballaststoffen, tatsächlich, weil ich da ein Riesenproblem sehe. Wir haben viele Jungs, die nicht genug Ballaststoffe essen, gerade auch so Lifestyle-Leute, wo man sagen kann, jo, pass auf, du kannst ja das einfach irgendwo reinbröseln, du hast immer deine 20 bis 25 Gramm Proteine, hast du gefühlt immer auf Tasche, kannst nehmen, reinbröseln oder dir direkt in die Fresse schieben, passt, du bist immer gut versorgt, kann laufen, ist aber auch für mich, kann ich offen und ehrlich sagen, das ist für mich kein Produkt, an dem ich Geld verdiene. Das ist für mich ein Goodie-Produkt, wo ich Leuten sage, pass auf, du bestellst bei uns, ich drück dir so einen Riegel rein. Du machst irgendwas anderes, du bist ein Goldkunde, du bist schon seit Ewigkeiten bei uns hier, kriegst einen Case. Hier hast du mal das, hier hast du mal das. Das ist für mich eher ein Werbegeschenk, aber es ist trotzdem etwas mit demselben Anspruch, dass ich sage, ich möchte was haben, was der Kunde wertschätzt, weil er merkt, dass ich mir Zeit genommen habe, etwas Cooles zu machen. Nicht so nach dem Motto, ich schmeiße jetzt nur in so ein, keine Ahnung, du kannst ja bei 3 Millionen Lohnherstellern. Du kannst ja bei 3 Millionen Lohnherstellern anrufen und sagen, Dicky, gib mir genau das. Ich hätte genau den. Ich nehme genau den Riegel, den Konkurrent XYZ auch hat. So. Selbe Ding, sagst du, ah, okay, bei denen heißt er Peanut Crunch, bei mir heißt er, keine Ahnung, Peanut Crumble. So, leckst mich am Arsch. So macht's ja jeder. Das ist ja die Realität. Das ist ja eigentlich alles nur noch Copy-Paste. Gibt's auch diverse Firmen, die das ja öffentlich so sagen. Und ja, da habe ich keinen Spaß dran. Ich will was Cooles machen. Das ist geplant. Und jo. War halt an dem einen Tag ein bisschen viel. Weißt du, was ein geiles Produkt ist, was ich tatsächlich noch nie wieder so gesehen habe? Der Matt Porter, der ist ja nicht mehr unter uns, aber der hat ja eine Supplement-Linie und der hat ja ein paar interessante Ansätze schon, die keiner gemacht hat. Zum Beispiel das Phosphatidylserin, ne, das, was wir jetzt alle benutzen, das kommt von dem. Also, oder das zumindest der es irgendwie bekannt gemacht hat damals. Und der hatte ein Produkt, quasi so Whey Krispies, das war 100% Whey Isolat und ich weiß nicht, wie er die gemacht hat und die waren quasi die waren wie in so einer Kellogg's-Form, das waren so kleine Simon Bällchen. Hat das, Teichmann. Ja, aber ohne Carbs, das reines Protein und es war auch tatsächlich nur Whey Isolat, nix, kein Soja, kein anderer Scheiß, einfach Whey Isolat, konntest du deine Mandelmilch raufkippen. Wie heißen die denn? Sind die dann aber nicht zerschmolzen, wenn da Milch raufkam? Eben nicht. Und du konntest die essen wie Cereals. Und zwar nur Protein. Eigentlich eine geile Idee für die Leute, die Post-Workout immer ihr Protein essen. Kannst du... Die Idee fand ich gut. Ist ein Gimmick, ne? Aber nicht wieder wie... Ich meine, es gibt tausend so Protein-Cereals. Es gibt diese Spaceys zum Beispiel. Ja, genau. Die kenne ich.
Ja. Geiles Marketing und so, das läuft bestimmt gut bei denen. Und ich glaube, das, was der Teichmann gemacht hat, ist dieses Spaceys nachgemacht. Ich habe das nur Doch, am der ist bei diesem Rande, habe Spaceys ich. sogar mit drin, Digga. Aber da kostet eine Packung, ich habe das mal 11 Euro oder so. Ja, was weiß Ich ich? sehe. Also, aber das ist ja nicht nur Protein, das ist ja einfach Low Sugar und High Protein, aber auch Carbs und so. Ja, ich hab gerade gesehen, hier gibt es so eine andere Marke, Crispy Fantasy. Die haben auf 100 Gramm 400 Kalorien, 13 Gramm Fett. Das ist viel für Cornflakes. 36 Gramm Carbs. Aber die von Matt Porter, schwöre ich, das war nur Whey-Isolat. Und ich weiß nicht, in was für einem Verfahren der das gemacht hat, dass er die in diese Form gekriegt hat. Aber das fand ich ein cooles Produkt. Also der hat halt, das waren halt wirklich Bodybuilding-Produkte. Mit Sicherheit haben die nicht so geil geschmeckt wie Spaceys oder so. Sehr wahrscheinlich. Ah, Isopoofs. Ja, also. Isopoof. So hießen die? Ja, ich habe es nämlich gerade gefunden. Nein. Warte Ich, mal. ich bringe hier, ich bring hier Alex schon wieder auf Gedanken, hätten wir mal bei Wixo machen sollen. Gucken wir, wer es als Du, erstes macht. das Problem ist tatsächlich immer da und das kann ich offen und ehrlich sagen. Guck mal, alle Kunden nerven mich immer. Ah, Digga, mach mal bitte hier den Rice Pudding. So, da muss man ganz offen und ehrlich sagen, da hatte damals Wahyu ESN die Hand drauf. Das ist aus meiner Sicht der beste Reispudding, weil ich hasse diesen Brei-Scheiß, ich hasse den wie die Pest. Ich mag das, wenn es ein bisschen Stückchen hat, wie so Milchreis. Ich habe nichts anderes gefunden. Ich habe den Hersteller gefunden. Ich weiß genau, wo du was herkriegst, was auch immer. Dicker, das ist so gottlos teuer, weil die einfach den ganzen Markt wegkaufen. Hier, ich muss Und mal das einmal bringt ganz einfach kurz nichts. vorlesen. Ich Ja. muss mal einmal kurz vorlesen. Nutrition Fact auf 25 Gramm von den Isopoofs, ne? 1 Gramm Fett, 2 Gramm Carbs, 19 Gramm Protein. Also auf 25 Gramm 19 Gramm Protein, ist okay. Für ein Whey-Protein, oder? Und 19 Gramm auf 25 Gramm ist absolut insane. so, also deswegen so viel zum Thema Inhaltsstoffe. Und dann ist Inhaltsstoffe, Stoff 1 ist Milk Protein Isolate und dann lösliche Cornfiber. Und dann ist es Ja. wahrscheinlich schon Geschmack, weil dann ist Sunflower Oil und Cinnamon Powder und Apple Cinnamon Flavor und bla 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 bla. Und Stevia-Extrakt und Sucralose. Ja. Das ist alles nur Taste-Kram. Was verrückt ist, dass er 310 Milligramm Calcium drin hat. Wo auch immer die herkommen, zumindest bei Apple Cinnamon. Bei Chocolate ist natürlich weniger, weil du Kakao drin hast. Normal. Aber ist crazy, oder? Von den Ja, aber ich kann mir Nährwerten. nicht vorstellen, dass die sehr lecker sind. Das ist das Problem. Ich Die weiß, Reviews sind dass alle sehr gut, sagen wir es mal so. paar Leute haben davon immer geschwärmt. Aber also die Idee fand ich nice. Ich weiß nicht, was die kosten. Warte mal. Für was bietet der die an? Die sind halt sold out hier. Also die letzten, ja genau, die haben schon gesagt, die Batches sind deutlich schlechter geworden. Also ich sag dir Folgendes, sowohl aus Lebensmittelsicht als auch aus Supplement-Sicht, dass die Dinger gut schmecken und auch wirklich das drin haben, was draufsteht, sehe ich als schwer. Weil du müsstest das gepufft kriegen, das geht mit Whey, müsstest du hinkriegen. Was ich da anbieten würde, ist veganes Protein, das geht. Damit kriegst du so Fluffs easy hin. Die gibt es ja auch schon. Es gibt ja auch schon so Vegan Aber Crunchy Kram. das war ja der Witz daran. Es war halt Isolat, es war einfach Whey Isolat. Das war nur so aus meiner Bodybuilding-Sicht, warum das Produkt überhaupt interessant war. Es gibt Ja, ja klar. tausend Protein-Cereals, auch so. Mit Soja gibt es tausend Sachen, Genau, ne? die schmecken halt alle wie Sand. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Also die Idee dahinter finde ich gut. Ich glaube aber, dass du es tatsächlich tasty hinkriegst, ist sehr schwer. Weil du hast eigentlich nichts, was wirklich Geschmack mitnimmt. Bei Schoko sehe ich das eventuell. Das könnte gehen. Aber ja, eigentlich ein gescheites Cereal, Ist was halt für die gute Werte Leute hat, auf, ist das ist schon. halt eigentlich für Leute auf Diät, ne? Das ist für Leute, die wirklich in der Wettkampfdiät sind, Ja, sich ein bisschen zu verarschen, ne? oder du machst halt wirklich ein Post-Workout-Ding da draus. Du machst halt wirklich Cereal, was im Endeffekt irgendwie, ja gut, du musst auf Malto-Basis brauchst du, kannst es versuchen. Ja, kannst du machen. Kannst eigentlich im Endeffekt dein Post-Workout kannst du komplett in ein Produkt reinpacken.
dass du High-Protein, Cornflakes hast, was weiß ich, 2:1 Ratio und dann ist okay. Nur das Ding ist, was hindert einen daran, einfach den Proteinshake auf die Cornflakes zu kippen und dann hast du es in der Ratio, wie du es haben willst und hast das Protein. Das Ding ist schwierig, yep. Das kannst du halt eigentlich nicht besser machen, weil das ist ja war schon geil. Genau. Und wenn du es mega lecker haben willst, nimmst halt 0,2% Mandelmilch, dann schmeckt es noch besser. So. Also ich wollte nur mal darauf hinweisen, das hatte ich irgendwie noch im Kopf. Ja. Von dem kamen immer irgendwie interessante Dinge, die mal so ein bisschen aus der Norm, der hat sich zumindest mal was einfallen lassen. Im Food-Bereich, ja. Was nicht alle gemacht haben. Ja. Ja, die Einzigen, die im Food-Bereich wirklich, und das muss man an der Stelle sagen, auch wenn hier gerade Kontroversen und Co. immer raus sind, die Einzigen, die wirklich den Food-Bereich nochmal richtig aufgeräumt haben, waren die Jungs von Moore. Denn da, was aus Salatdressing gemacht wurde, was aus was auch immer gemacht wurde, irgendwie mit einem Whey eine Sahnesoße machen, auf die Scheißidee musst du erstmal kommen. Also ich komme da nicht drauf. Aber jo, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das Salatdressing davon nie probiert. Ich kann nicht sagen, ob die Dinge schmecken. Ich gehe mal davon aus, dass die gut schmecken. Ich denke, die werden sich so durchgesetzt haben, weil die Dinge tatsächlich alle ganz lecker sind. Wir kommen alle noch aus der Generation, wo wir, wie heißt denn das Zeug? Walden Farms, auch hier, Gut 7 war ganz groß, auch als wir bei Gigas waren. Ja, Walden Farms waren die ersten, die so eine Soßen gemacht haben. Und wisst ihr, wie ekelhaft die waren? Ja, Und wisst ihr, wie man sich da trotzdem in der Diät drüber gefreut hat? Die Digga auf einmal, also Ben weiß das wahrscheinlich nicht, aber ich weiß das noch, damals so in meinen ersten Diäten, wo ich das Zeug entdeckt habe, dass ich auf einmal sowas über mein Essen machen konnte, war krass. Und davon hast du die beschissensten Blähungen deines Lebens bekommen. Oder nur Hot Sauce, das war dann die Alternative, wenn man ein bisschen Tabasco übers Essen. Aber Soßen war ja auch hier Gut 7. Die waren ja auch noch ganz gut. Das Problem ist halt immer, dass du bei diesen ganzen Food-Artikeln oftmals Dinge so hoch verarbeitest, dass du halt eben Magenprobleme davon kriegst. Das ist ja bei vielen Sachen so. Das ist ja nicht per se so, dass beispielsweise Süßstoffe dir den Magen umdrehen, aber bei den ganzen Flavoring-Sachen hast du oftmals als Bestandteil Inulin. So. Wenn du aber Inulin nicht abkannst, weil dein Mikrobiom Inulin ist ja meist Akazienfaser oder sowas, also Nährboden für dein Mikrobiom, wenn du dann auf einmal auf die glorreiche Idee kommst und du hast noch nie vorher Inulin genommen, dir so 3-4 Gramm Inulin reinzudrücken, Dicker, da gehst du aber richtig scheißen. Da kommst du aber richtig raus. Und ich weiß, dass manche Firmen hier mit dem Maisdextrin arbeiten und so weiter oder mit Malto und Co. Und da musst du halt wirklich, mit Malto ist das wieder Carbs, ist halt scheiße. Du musst halt immer diese Balance finden. Und deswegen finde ich diese ganzen Food-Produkte tatsächlich, erstens passen sie nicht zu HPM. Zweitens, ich sehe die immer so als zweischneidiges Schwert, weil du kannst ja damit auch relativ schnell ordentlich was kaputt machen. Gerade wenn es Inulin ist, normale Süßstoffe ist scheißegal. Wenn du halt nur noch gefühlt Ersatzprodukte isst. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten muss man ehrlich sagen, als Convenience-Artikel, es war, glaube ich, noch nie so leicht wie jetzt, easy abzunehmen. Wenn du als normaler Überfetteter gar keine Ahnung von Essen hast, Dicker, du hast für jeden Scheiß hast du irgendeinen Ersatz. Du musst heute in If It Fits Your Macros, und das ist halt more, muss man an der Stelle halt einfach sagen, du musst auf fast gar nichts mehr achten, was meiner Meinung nach aber tatsächlich ein Problem ist. Also es ist Vorteil und Nachteil gleichzeitig, weil du lernst nicht essen. Du lernst halt eigentlich nicht nur essen, du bist halt nur noch am Substituieren. Und auf der einen Seite ist das gut, aber wir kennen es alle, wenn wir einen Shortcut haben, wird er so lange ausgenutzt und ausgehebelt, bis es nichts mehr geht. Und dann nehmen wir alle alles Mögliche, so viel es geht. Ob irgendwelche Ersatzstoffe oder Rolls oder was auch immer. Deswegen. Aber ja. Wir haben rausgefunden, vielleicht kriegen wir ja Isopoofs irgendwie lecker hin. Ich glaube es leider nicht. Ich habe die leider nie probiert. Ne? Ich auch nicht. Ich hätte die gern mal gehabt. Ich glaube, der Phil Wiss hat die damals gehypt. Aber der war mit dem Matt Porter auch so. Und da weißt du auch jetzt immer nicht, hat der Werbung gemacht für den so? Oder hat er die Dinger tatsächlich geil gefunden? Gerade Phil Wiss, der jetzt zur Kategorie gehört, der sich auch halt Post-Workout einfach eine ganze Packung Kellogg's reinschieben muss und eh nicht fett wird. Weiß ich nicht. War denen auch egal.
Ansonsten, ach so, können wir sagen, was ist noch so passiert? Heute war Masters Mr. Olympia. Ist. Stimmt. Birgit ist gestartet bei der Masters und hat eine ganz, ganz böse Klatsche bekommen. Ja. Oh ja, drittes Callout gelandet. Uff. Und auch gerechtfertigt. Und das Ding ist, Birgit hat sich bis jetzt, hat sie sich immer, ist ja zweimal Zweite geworden auf ihren Pro-Shows und ist immer aufgrund der Condition quasi nicht Erste geworden. So, er hat immer mit ihrer Linie gut überzeugt und immer so das letzte bisschen Condition hat gefehlt. Deutlich härter, als sie es letztes Jahr in ihrer Saison war, aber immer so das letzte Quäntchen hat gefehlt. Und jetzt ist sie ist jetzt zwischen Portugal und der Masters Olympia, ist sie nicht mehr. Die ist jetzt nicht mehr härter geworden, der hat roundabout dasselbe gewogen, war ein halbes Kilo schwerer. Wir haben die ganzen 5 Wochen durch, haben wir gepusht. So lief nicht alles 100% nach Plan, da musste man nochmal wieder ein bisschen mehr pushen und so. Wie das halt ist, ne? Lange Diät, läuft nicht immer alles glatt, aber eigentlich überhaupt nicht wild. Und ich habe gedacht, so das Paket, was wir hingestellt haben, war so von der Härte würde ich ungefähr sagen wie Portugal, wir waren ein bisschen voller. Eigentlich Paket, was ich von der Optik her gut fand. Aber man steht da halt auch einfach mit 15 anderen Mädels oder 17 anderen Mädels oder so in der Klasse. Und das Top 5, also First Callout, die waren alle so unnormal, inside out, fucking ekelhaft peeled, dass Birgit eine schöne Linie hat. Interessiert Das dann keinen mehr. hat da erstmal überhaupt gar keinen interessiert. Die haben die Mädels erstmal sortiert. Ja. Also, okay, gut, hart. First Callout, zack. Und dann haben sie durchsortiert. Die hat gar keine Chance gehabt, da hochzurutschen. Na, scheiße. Ist okay. Mich hat es nicht, also ich war nicht wahnsinnig enttäuscht. Ich bin davon ausgegangen, dass wir da auf jeden Fall nicht hinfahren zum Gewinn, logischerweise. Da Ja. waren halt auch die ganzen Olympia-Kandidaten, weil es jetzt auch mit die letzte Chance ist, noch überhaupt die Quali zu holen für die Olympia. Und da waren halt auch Olympia-Kandidaten plus die Mädels, die sie vorher schon geschlagen haben, waren da. Insofern, also, dass wir da nicht gewinnen, war mir sehr bewusst. Drittes Callout tut natürlich schon irgendwie weh, aber du musst ja auch realistisch sein. Und ja, blöder Abschluss, zweimal knapp die Olympia-Quali mit einem Punkt verpasst, ist ätzend, ne? Und dann irgendwie nicht mit so einem Trara da raus. Aber es ist völlig okay, wir haben die Saison jetzt beendet, weil die auch, wie gesagt, Bild, die ist auch relativ durch, die ist auch vom Kopf, ist die jetzt langsam fertig mit Diäten. Die hatte auch vorher keine richtige Off-Season. Die ist eigentlich aus der einen Wettkampfsaison ein bisschen rumgedödelt und dann gleich in die nächste Wettkampf-Prep gestartet. Und jetzt ist das Ziel eigentlich, dass sie sich mal Körper erholt. Die hat so viel mehr Muskeln, als sie es letztes Jahr hat. Das heißt, für die Women's Physik hat die jetzt mehr als genügend Muskeln. Die braucht nicht mehr Muskeln für die Women's Physik. So ein paar Schwachstellen ausbessern, ein bisschen mehr Gluteus und so. Und dann heißt es jetzt vor allen Dingen erstmal Körper erholen lassen, geile Ausgangslage schaffen und dann nachher ein bisschen mehr Zeit für die Diät haben, damit wir wirklich diese letzte Endhärte da reinkriegen. Das war jetzt auch wäre auch jetzt mit Holzhammer, das wäre nicht mehr runtergegangen, das wäre wahrscheinlich genau in die andere Richtung gegangen, weil dann läuft das 3 Tage gut und dann sagt der Kopf, alles klar, ciao. Und dann fängt es wieder von vorne an, das ist ja auch eine frustrierende Nummer. Dementsprechend haben wir da jetzt die Reißleine gezogen, war eigentlich eine gute Saison, es war ihre zweite richtige Profisaison und da zweimal so knapp an der Olympia-Quali vorbei, kann man sich eigentlich überhaupt nicht ärgern. Wollte gerade sagen. Als Masters-Athletin sogar. Ja. Dementsprechend bin ich eigentlich sehr zufrieden mit unserer ersten Saison zusammen. Verbesserungen zum letzten Mal waren da. Und das, we call it a day. Wir haben jetzt nur noch Nadine, die hoffentlich auch jetzt, nachdem sie zweimal den zweiten Platz bekommen hat. Ja, Keine also Klatsche kriegt denn hoffentlich gewinnen. ich fühle mich so in meine Amateurzeiten irgendwie so zurückversetzt, weil ich immer derjenige gewesen bin, der gefühlt 3 Jahre am Stück auf jeder verschissenen deutschen Meisterschaft immer einen zweiten Platz gemacht hat mit meinen Athleten. Also dieses Gefühl kenne ich ganz, ganz Ja. mies. Allerdings ist natürlich irgendwie ein zweiter Platz bei den Profis eine ganz andere Nummer. Aber ich fühle mich da irgendwie wieder hin zurückversetzt. Und jetzt haben wir quasi noch einen Knall mit Nadine. Ein bisschen andere Taktik, die wir angehen. Wird eine sauschwierige Show. Je dichter zum Olympia das geht, umso eher kommen nachher auf einmal noch irgendwelche Kaliber aus der Ecke, die so siegessicher sind, dass sie denken, sie brauchen nicht eine ganze Saison, um sich zu qualifizieren, sondern ich mache den Wettkampf und dann habe ich meine Quali.
die tauchen natürlich jetzt alle, je dichter es zum Wettkampf, also zum Mr. O geht, alle auf. Heißt, und Nadine war bisher auch, also war immer Top 3 und zweimal Top 2, aber war nie die massivste Athletin auf der Bühne. Und ich denke, wir haben jetzt eigentlich nur eine Chance, weil hart ist sie, wirklich knüppelhart zu kommen und sie einmal ein bisschen mehr zu laden, als wir es bisher gemacht haben, dass sie richtig poppt auf der Bühne, damit sie da nicht untergeht. Und entweder klappt das oder das klappt nicht. Und dann haben wir es auch gelernt, weil auch dann muss irgendwann ein Ende sein. Ich bin kein Freund davon, Frauen 12 Monate am Stück durchdiäten zu lassen. Irgendwann ist Ende, irgendwann wird der Körper auch nicht mehr besser. Ich glaube auch, Nadine, das ist wirklich das Limit jetzt. Das ist der letzte Wettkampf und dann muss zurückgezogen werden und dann muss mal entspannen. Ja. Da haben wir eben unseren Schlachtplan gemacht. Da werden jetzt nochmal alle letzten Reserven mobilisiert. Ja. Und dann ist das auf deinem Mist gewachsen, das mit dem Gewicht machen und den Zehen rausschlagen, dass sie mehr laden kann. Ja, genau. Ja. Wir haben Nadine noch ein paar Zähne gezogen. Ja. Ja. Also das abgenommen, Zähne gezogen, Haare geschnitten. Der muss man echt sagen, der kannst du ja sämtliche Steine in den Weg werfen, dieser Frau. Die ballert durch, das ist der Latte. Das ist auch so nach dem Motto, die hat eine miese Zahn-OP, kann überhaupt nicht essen. Ich sage so, Nadine, wirklich, dann nimm heute mehr Whey, weniger Fleisch. Und ich so, nee, ich mix mein Fleisch, ich trinke das. Ich so, okay, gut. Da will ich dann auch gar nichts mehr sagen, weil die ist so hardcore. Es gibt halt immer die Athleten und es gibt die Athleten. Ja. Ne? Und Nadine, der hackst du ein Bein ab und der ist scheißegal, die hält sich trotzdem an ihren Plan und denkt so, ja, das nehme ich halt wieder an. So, das ja, ich halte eine Prothese raus, juckt mich nicht. Ja. Und deswegen habe ich heute auch zu ihr gesagt, danach ist Feierabend, egal was jetzt kommt. So, weil Nadine kannst du wahrscheinlich auch sagen, wir machen noch 5 Wettkämpfe, die wird es irgendwie machen, aber das mache ich nicht. Ja. Deswegen. Ein Wettkampf noch und dann haben wir entweder die Quali oder wir haben sie nicht und dann ist das so. Die kann auch stolz auf sich sein, die hat sich auch krass verbessert zum letzten Jahr, hat ihr bestes Paket auf die Bühne gebracht, was sie jemals gemacht hat. Und jetzt ich bin immer noch Fan von diesem Portugal-Paket, Digga. Fand ich auch, war mein absolut Lieblingspaket. Ihr schlechtes Platzierung im dritten Platz, also dritter Platz, ja. Ja. Bei über 20 Mädels, gute Platzierung, war mein Lieblingspaket. Ich finde, das hätten wir eigentlich nicht besser nähen können. Und jetzt schauen wir einfach, weil die wird auch nicht mehr besser. So, jetzt musst du halt aufpassen, dass die Beine nicht abhauen langsam. Das wird schwierig, auf dem Körperfettanteil da irgendwie die Trainingsperformance konstant hochzuhalten. Jetzt haben wir immer nach den Wettkämpfen wieder 2, 3 Wochen ein bisschen hoch und jetzt wieder runter. So, das ist schwierig zu balancieren. Ich denke, einmal haben wir es jetzt noch. Wir versuchen jetzt einmal noch maximale Härte. Hoffe, dass nicht groß viel was flöten geht. Und dann laden wir wirklich einmal. Und dann ist sie lieber ein bisschen drüber beim Laden, aber wirklich Knüppel, Knüppel, Knüppel voll. Und dann passt das oder es passt nicht. Und dann haben wir was gelernt für diese Saison. Richtig. Ja. Ja. Dann ist auch Feierabend bei uns erstmal international. Ja, und dann ist die Woche drauf, ist dann die Gym-Eröffnung. Oder beziehungsweise unsere Eröffnungsfeier und dann die Woche drauf ist die Gym-Eröffnung. Ab geht der Peter, Alter. War ein erfolgreiches Jahr für uns, würde ich sagen. Abgeben. Auf jeden Fall ereignisreiches, ja. Wir waren viel unterwegs. Ich habe dann wahrscheinlich auch endlich mal wieder eine eigene Butze ab nächsten Monat. Und dann ein bisschen runterkommen. In Zukunft in Hamburg an. Wow. Ja, schön. Kann man viel essen. Kannst du da Lieferdienst-Roulette spielen? Liefern die in Bergedorf? Ja. Oh, in Bergedorf liefert sogar Meckes, Alter. Die haben sau viel. Ich habe ja auch alle Restaurants aus Bergedorf. Ja, Digga, wenn ja. Ich, Bergedorf ist auf jeden Fall. Es gibt allein 3 Sushi-Läden. Also. Bergedorf ist das neue New York, sozusagen. Ihr habt einen verdammt geilen türkischen Laden auf der Ecke. Wenn du da um die Kurve fährst. Ich weiß nicht, Sis irgendwas? Sis Kebab. Ja. Da habe ich schon bestellt. Geisteskrank gut. Die haben so lecker. Schöne Holzkohlegrill da und so. Wirklich. Da kriegst du richtig. Da kriegst du Köfte, Hähnchenspieß. Klar kannst du auch einen Döner fressen, aber das ist schon fast zu schade. Ich sehe schon wieder diese Flashbacks, Max, mit wir sitzen 3-mal am Tag in seinem Restaurant und so. Wirklich, völlig okay.
Da kannst du sogar hinlaufen aus dem Gym. Das ist das Problem. Ja, das muss einfach nur die Kurve laufen. Bei. Ja. Ich glaube, ich sehe Max und mich schon so mit diesen E-Rollern einfach durch Berge laufen. Ja. Ja, wir brauchen das. Hier, kennst du diese Harley-E-Roller? Hast du die schon mal geil. Gesehen? Ja. Jumbo hat so einen. Nee, nicht Jumbo. Halil hat so einen. Halil. Ja, aber der hat dann gerade verkauft. Aber den habe ich gesehen vorher natürlich. Ich fand den nice. Vielleicht machen wir ein Chapter auf. Ein E-Chapter. Die E-Scooter, Alter. Harte Biker ohne Sound. Leiser Biker. Ja, ja. Gut für Drive-Bys. Dann hörst du die Schüsse besser. Ja, ja. Sonst gibt es tatsächlich gar nicht viel, auch als aus der Bodybuilding-Welt nicht großartig Spannendes. Wir hatten zwar die Texas Pro, aber das war jetzt auch nicht so. Sahen immer unterschiedlich aus. Wir waren nicht da vor Ort. Die Bilder waren scheiße. Andere Bilder waren gut. Andrew Jack sah killer aus. Hunter sah auch gut aus. Ja, Andrew Jack sah unnormal gut aus. Also crazy, aber... Eine Info haben wir noch. Wusstet ihr das, also du weißt es jetzt, Max, aber Alex glaube ich noch nicht, dass Nathan Diescher bei Stefan ist im Coaching? Das hat mir auch irgendjemand erzählt. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat mir das gesagt. Aber auch erst vor ein oder zwei Tagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Kombi ist. Aus zwei Gründen. Aus Grund meins, ich glaube, Nathan gehört zu der Art von Menschen, die sich überhaupt nichts sagen lassen, was ihr Training angeht. Und die sich überhaupt nicht gut an den Plan halten können. Das ist so mein Bauchgefühl. Also Nathan zu sagen, dass er am Wochenende nicht mehr seine Pints trinken kann, wenn er Bock drauf hat. Punkt 3, Nathan davon zu überzeugen, dass er nicht Year-Round-Trend fährt. Schwierig. Also diese Trainingsnummer stelle ich mir am schwierigsten vor. Dicht gefolgt von der Pints-Nummer. Und dann diese Adherence zu Plänen generell Nummer, stelle ich mir sehr schwierig vor. Dann ist Nathan auch, glaube ich, ein schnell aufbrausender Charakter. Also wie die Kombination jetzt zusammengekommen, also jeder aus dieser England-Birmingham-Ecke würde da ja eher in Stefan passen. Also wenn jetzt ein James Honningshead bei Stefan wäre, würde ich sofort sagen, das passt direkt oder Jordan oder wer auch immer aus der Ecke da kommt, die passen alle. Nathan, schwierig, aber ich lasse mich in eines Besseren überzeugen. Und der letzte Punkt, irgendwie, ich habe auch das Gefühl, Stefan ist nicht wahnsinnig gut mit Open Bodybuildern. Werde mal drin. Na? Und das ist ja, guck mal, der kommt aus der Kuwait-Truppe. Und ich glaube, das ist ja mal das exakte Gegenteil ungefähr von allem. Egal ob Stoff, Fressen oder PEDs, was Stefan macht. Boah, das zusammenzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass Nathan so einer ist, der es dann besser weiß. Und ich weiß nicht, wem das als erstes auf den Sack geht. Ob das Stefan zuerst auf den Sack geht oder ob Nathan Stefan zuerst auf den Sack geht. Oder boah, das wird lustig, das gucke ich mir an. Das. Ganz also wilde Kombi, oder? Die Update-Bilder waren teils gut, teils nicht gut. Im Unterkörper ist sehr dünn. Pass auf, das Ding ist, ich schwöre dir, Nathan, der wird gut aussehen bei Stefan. 100 Pro. Aber die Frage ist, ob er irgendwas von den Dingen gemacht hat, die Stefan gemacht hat. Und die Frage ist, ob er schon mal irgendwas von einem Coach gemacht hat, der nicht in der Wüste mit einer Waffe neben ihm gestanden hat und darauf aufgepasst hat, dass er das auch tatsächlich macht. Also ich glaube, Stefan ist sogar am Überlegen, ob er auch zur Gym-Eröffnung kommt. Das wäre cool. Falls er kommt, können wir ihn zu dem Thema auf jeden Fall interviewen. Also das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Ich würde mich sehr freuen, wenn du vorbeikommst, Stefan. Diese Nathan-Nummer, die lasse ich mir dann gerne mal erklären. Erklär. Also das ist ja wohl die weirdeste Kombi an Athlet und Coach ever, oder? Also vor allem zwei so eine Hitzköpfe, das wird witzig. Ich weiß nicht, ob Stefan so ein Hitzkopf ist, dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Ja, okay, gut. Aber bei Nathan... Ich glaube, Stefan ist ja auch jemand, der sich auch gar nicht reinreden lässt. Also ich glaube, wenn du versuchst, mit Stefan zu diskutieren, ich glaube, dann ist ganz schnell vorbei. Weil der ist so überzeugt von dem, was er macht. Zu Recht, logischerweise. Aber das... Ich bin nur auf das Battle gespannt. Ich will im Endeffekt will ich Regan neben Nathan sehen. Nathan hat so viel schon gewonnen und ist so ein guter Bodybuilder, aber kommt aus der Reha und Regan hat jetzt
so extrem viel Progress gemacht. Ich habe die Bilder, ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich mit Chris Podcast gemacht, wo wir über die Italy Pro jetzt geredet haben, die jetzt kommt, und über die Texas Pro, und habe Bild von Regan nochmal mir angeguckt und allem drum und dran. Der Back Double Biceps und der Back Lat Spread, der war ja schon immer gut, aber der ist jetzt auf einem Level, wo du sagst, das ist absolutes Top-Olympianiveau. Und das sind, wenn du zwei Shots garantiert gewinnst. Und der ist nicht dünn, auch nicht von der Seite ist der nicht dünn. Der sieht auch von vorne gut aus. Der hat eine schöne Linie, der hat einen schönen Double Biceps von vorne. Also der kann einen Nathan locker pushen. Und ich glaube auch, dass das die 1-2-Kombi sein wird. Die Frage ist, wer als Erster die Quali kriegt. Also Wesley beide kriegen noch sie. Bei Stefan? Bissers. Ja. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Also bei dem war ich jetzt vor ein paar Tagen mal auf dem Profil. Der sieht gut aus gerade. Der hat ja auch alles, aber bei dem war halt immer die Problematik, der muss halt übelst abgezogen kommen. Der muss halt todespeeled kommen. Und dadurch, dass er halt so eine Kühlschranktaille hat, sieht er halt neben den Jungs, die so einen super schönen Flow haben, halt einfach immer breit und klobig aus. Also, wie gesagt, von dem habe ich gerade Updates gesehen, aber das sah killer aus. Sah eigentlich nach Stefan aus. Der ist ja auch eigentlich das, was Arnold war. Ja, Arnold wäre kein guter Classic-Physik-Athlet gewesen, glaube ich. Ist das, was wir alle, wenn wir an Classic-Physik denken, haben wir alle Arnold im Kopf. Und für mich sieht Wesley auch aus wie ein Classic-Athlet, aber laut Wertungskriterien, ich meine, so ein Wesley sieht eigentlich klassischer aus als ein Chris Bumstead, finde ich. Also für mein Verständnis von Classic. Chris aber ist halt der schönere Athlet, ne? Aber die Beine sind immer noch Käse. Und zwar tatsächlich eine Sache, was ich nicht verstehe, der Mann hat keine Adduktoren. Wen schaust du dir gerade an, Alex? Wesley. Geh mal, kannst du mal auf das Profil von ihm gehen? Ja, warte. Also der hat kein, ich will jetzt hier nicht fronten, damit mich wieder irgendjemand falsch versteht. Der Mann hat super Beine, aber er hat ein Problem und das sind seine Adduktoren, weil die lassen die Beine deutlich schmaler aussehen, als sie eigentlich sind. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil das normalerweise etwas ist, was du easy auftrainieren kannst. Deine Adduktoren springen sehr schnell auf fast alles an. Du musst sie halt einfach nur explizit trainieren. Außer er ist im Weight Cap und kann halt keine 5 mm mehr hoch. Also der ist schon geisteskrankstreifig. Der ist todes. Aber wenn jetzt, geh mal beispielsweise unten links, da einmal unten drunter, genau, ja. Also er ist noch bei Stefan übrigens. Mhm. Ja, ich sehe es. So, ja. Wenn jetzt da, ihr seht, was ich meine, ne? Wenn du jetzt unten nur auf die Beine guckst. In seiner Story hat er gerade ein aktuelles Form-Update drin. Warte mal, schauen wir mal rein. Ja, Digga, der ist todespeeled. Wenn es bei dem mit dem Body Building. Ja, aber genau. Das ist eigentlich sehr passend. Denn ihr seht, was ich meine. Irgendwie sind die Adduktoren off. Wenn du unten rechts guckst, das ist halt einfach arme Genetik. Findest du, dass die Beine da abfallen? Er hat einen krassen Quatschschwung da, ne? Genau. Also die Beine sind ja an sich super gut. Nur ich frage mich, wieso der Adduktor nicht mitgeht. Weil er könnte definitiv deutlich dickere Beine haben, dann würde er weniger Löcher haben und kann die Beine mehr ausstellen. Weil er groß ist. Findest du in den Shots, dass die Beine gerade als Löcher wirken? Ich finde nicht null. Nicht als Löcher, aber also das ist die einzige Schwäche, die ich sehe. Also ich fand auf der Bühne letztes Jahr, aber ich finde, da sehen die eigentlich ziemlich improved aus. Wo startet der? Auch Alicante bestimmt, wa? Müsste ja irgendwas. Also er hat auf jeden Fall einen geisteskranken Sweep außen. Die Condition ist super. Und ich frage mich ja nur, weil Adduktoren sind relativ easy hinzukriegen. Klar, seine Genetik ist so, dass die Adduktoren nicht ganz tief runtergehen, aber damit kriegst du halt sofort dickere Beine. Er sieht schon echt killer aus. Also das hat mich beeindruckt. Also ich denke, der wird peeled kommt. Der wird wieder Olympia-Quali kriegen und der wird sich wieder gut oben placen. Der wird safe Top 10. Classic ist dieses Jahr auch, finde ich, spannend mit dem neuen Weight Limit, weil das wird dem einen oder anderen Athleten, vor allen Dingen, das wird dafür sorgen, dass der ein oder andere Athlet vielleicht nicht mehr so hart kommt, weil er gedacht hat, oh, er muss jetzt das Limit ausfüllen, hat es aber noch nicht.
Das wird den ein oder anderen Look, ich denke zum Beispiel an Mike Sommerfeld, der wird einen deutlich geileren Look haben, weil er einen frischeren Look hat, weil er sich nicht so runterprügeln muss. Der sieht einfach besser aus, wenn er nicht so runtergeprügelt ist. Das wird so Leuten wie Chris Bumstead, der safe so dermaßen am Limit ist, auch einen anderen Look geben. Aber ich denke, da werden ein paar Leute sein, die müssen sich ein bisschen einpendeln, bis sie das wieder on point gebracht haben, das Gewicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Gewichtsänderung das nochmal ein bisschen durchschüttelt dieses Jahr. Also bei dem Einzigen, bei dem ich mir denke, bei dem es wirklich einen großen Unterschied machen wird, ist bei Terrence. Mhm. Weil Terrence darf, glaube ich, 2,5 Kilo oder so mehr wiegen, weil der so klein ist. Ich glaube, der ist 5'6 oder irgendwie sowas. Also 1,70 Meter oder 1,71 Meter, 1,72 Meter, wenn überhaupt. Und da wird es einen großen Sprung geben, weil das war immer das Problem bei dem. Insofern ich das, wenn er am Weight Limit war, ich weiß nicht, ob er wirklich am Weight Limit war, aber da hast du das Problem, du fällst halt hinten ab, weil wenn du den neben Chris Bumstead stellst, der einfach 3 Köpfe größer ist, der einfach ein viel mehr Mensch ist und dadurch deutlich imposanter ist, ist es ja in einem subjektiven Vergleich, weil du kannst nicht objektiv sein, ist ja ein Schönheitswettbewerb, guckst du automatisch auf Chris, weil der größer ist, mehr Muskulatur hat und so weiter. Das ist ja auch bei einem Fabi Meyer immer gewesen, weil der groß ist, viel Muskulatur um sich gebracht hat. Du hast ja automatisch immer zu den größeren Leuten geguckt. Und dadurch kriegen die Callouts. Dadurch kommen die da rein. Und wenn du dann jemanden klein hast, dann Terrence hat zwar seinen Namen und kommt dann immer in die Shots, aber der ist halt einfach nicht so massiv. Obwohl er von beispielsweise vom Rücken her, von den Beinen, ist der Minimum on par mit Chris Bumstead, wenn nicht sogar eher besser. Die Beine von hinten, die Adduktoren in den Boppes rein, der Hamstrings, der hat hinten hat er keine Löcher, gar nichts. Der sieht schon deutlich, deutlich besser aus. Und ich hoffe, dass es halt so ein bisschen Classic levelt. Ich glaube aber nicht, dass das Gewichtlimit tatsächlich ausreicht. Ich glaube, da muss nochmal nachjustiert werden. Ich denke auch, die werden da nochmal nachjustieren. Die Kleinen brauchen noch ein paar Kilos mehr. Aber dann wird es wieder interessant. Weil aktuell ist es langweilig, wenn du es so willst. Es ist forever Chris Bumstead, bis er keine Lust mehr hat. Danach ist es entweder Ramon oder Urs. Wenn Urs sich improved, wird es eher Urs, weil er einfach als Spokesperson für die Classic Physik deutlich besser ist als Ramon. Außer sie sagen, sie wollen South America pushen, weil das da immer größer wird. Aber Urs ist ja jetzt schon bei den Amis beliebt wie sonst was. Und wir haben ja jetzt mit Chris Bumstead schon gesehen, wie groß er eigentlich dieses ganze Ding gemacht hat. Ist der größte Social Media Fitness Influencer, den es gibt. Er ist dazu auch noch vierfacher Mr. Olympia. Der Typ ist überall gefühlt, jeder kennt den. Jeder und seine Mama kennt Chris Bumstead mittlerweile. Weil er halt auch vermarktbar war. Und das ist bei Urs auch so. Ja. Den kannst du auch irgendwo hinstellen. Der ist lustig, der sieht halbwegs gescheit aus. Gott sei Dank kein hässlicher Mensch. Das heißt, ansonsten hätte in der Classic schon Probleme gehabt. Hast du mal in der Classic jemanden gesehen, der keine Haare hat? Hast du mal jemanden gesehen, der aussieht wie richtig Antoine, Grütze? Antoine. Ja, okay. Aber ja. Der wird auch keine Top 10 Olympia sehen. Der arme Bub. Wahrscheinlich nicht. Und das ist ja immer das, wo man... Der ist auch immer noch... Ich finde, der ist eigentlich kein Classic-Athlet. Nein. Der ist eigentlich den haben sie belohnt, weil der einfach so widerlich hart ist und dann nachher keiner dran vorbeigekommen ist. Aber eigentlich, ich habe ihm das in Polen schon gesagt, als ich ihn gesehen habe. Ich sag so, Digi, eigentlich bist du Bodybuilding-Athlet, aber Hut ab, wie krank du aussiehst. Weil der war ja in seinem Bodybuilding-Limit, war der schon geisteskrank hart. Und dann hat er sich, normalerweise wachsen dann die Leute, und dann hat er sich von da nochmal in die Classic geprügelt. Also an dem war halt nicht 1 Gramm Fett mehr. Der war einfach nur noch tot. Ja, aber das wird ja belohnt. Ich bin mal gespannt auf André Gerstner. Tatsächlich, der fliegt so auseinander gerade. Mhm. Ist er noch bei dir? Ja, der ist bei mir. Der hat jetzt der hat zwischendurch schon die 120 Kilo geknackt. Und der hat immer noch Streifen im Arsch. Ja, wir brauchen neue Talente. Das ist doch gut. Also, ich weiß nicht, das sind die liebsten Updates bekomme ich von André Gerstner. Das war das letzte Jahr schon so. Der hat mir von, wie viele Wochen haben wir im Jahr? Wie viele Wochen gibt's? 52. Also der hat mir letztes Jahr, erstens hat er nicht eine Woche, war der nicht krank, der hat nichts gemisst. Der hat mir 52 Updates geschrieben, und in 52 Updates stand drin, dass er in jeder Übung Progress gemacht hat. Ja, erfolgreiche Offseason. So,
Und über diese 52 Wochen haben wir sein Gewicht über 10 Kilo irgendwie hochgebracht. Und nachher hat er 10 Kilo mit demselben KFA, 52 Wochen, jede Woche Schlaf perfekt, Regeneration perfekt, Essen keine Ausrutscher, jede Woche, jede Übung, jeder Satz besser geworden. So, fuck, genau so baust du halt Muskeln auf. Und das Lustige ist, wir sind fertig mit der Prep und er fragt mich so, Max, wollen wir mal unseren Trainingsplan umstellen? Ich sag so, guck dir mal die letzten 52 Updates an. Wie zum Fick, warum sollen wir irgendwas umstellen? Wir haben ja bei dir anscheinend genau so deine Regenerationskapazitäten genailed. Wenn wir das jetzt nochmal im Ansatz genauso hinkriegen, dann ist Sky is the limit. Und der wächst und wächst und wächst und wächst. Und das wird wie so ein Antoine, den werde ich nachher so runterprügeln müssen, damit er das Classic Limit schafft. Und dann wird der war ja jetzt schon komplett peeled. Ja. Und das wird er auch bei den Profis nächste Saison schaffen, bin ich mir 100% sicher. Mit mehr Gewicht. So gehört sich das. Dann kann man ja auch direkt ordentlich bei den Jungs mitmischen und da Ärsche versäumen. Habt ihr noch, ich habe tatsächlich noch ein anderes Thema, den ich gesehen habe, weil mir letztens erst angezeigt wurde. So, ja, es ist reingrätscht. Es gab ja auch riesengroße Änderungen in der Men's Physik. Mhm. Und letztens habe ich wieder ein Woodman Reel angezeigt von Jeremy Buendia. Der ja seit. Wir haben uns letztens drüber unterhalten. Vorgestern. Der weg war. Dicker, den habe ich jetzt wieder gesehen und habe gedacht, holy fuck. Boah, denke ich gar nicht. Doch, der hat seinen alten Signature-Look, hat er wieder. Und das ist das Verrückte. Der hat einen so geisteskranken Schultergürtel. Der hat Kack-Bauchmuskeln. Die hat er immer, das ist seine Genetik. Aber wenn er sich zur Seite dreht mit seiner komischen Men's Physik Signature-Pose, sieht er halt aus wie kein anderer. Deswegen finde ich das interessant. Weil wenn jetzt die Massenmonster nicht mehr zählen, dann könnte es interessant werden. Aber sind die Gewichtslimits schon draußen für Men's Physik? Ich gehe doch mal davon aus, oder? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich habe noch kein Video dazu gesehen. Huh. War nur Classic Physik und jetzt irgendwie haben sie was. Also bei Men's Physik haben sie es ja zuerst angekündigt und dann haben sie die Classic zuerst gedroppt. Genau, und dann haben sie jetzt diese Woche haben sie noch ein Video rausgehauen für Open Bodybuilding, wie die Posen jetzt gestellt werden sollen. Irgendwie gab es da. Ja. Guck mal, der hat einen Look, den sonst kein anderer hat. Der hat eine Wespentaille und der hat so. Der lebt von seinem Schultergürtel. Du brauchst in der Men's Physik keine dicken Arme, du brauchst keine dicken Beine, du brauchst einen guten Rücken und du brauchst von vorne brauchst du eine Wespentaille und ganz dicke Titten und Schultern. Der hat da Riesenbeine, muss man mal dazu sagen, und die Arme sind auch ganz schön dick. Ja, ja, der war noch nie ein schlechter Bodybuilder. Na, der hat mal wieder auf den Leut verloren. Ja, gut, okay. Aber ein guter Bodybuilder war er noch nie. Aber ein guter Physikathlet war offensichtlich. Ja. Aber ich bin gespannt. Also der ist ein schöner Koffer geworden, finde ich, ne? Ja. Der ist nicht schmal. Und man muss bedenken, vierfacher Mr. Olympia, der hat halt irgendwann zu viel Koks und Co. gehabt und dann war er halt ein bisschen durch in der Birne. Aber ich bin gespannt. Aber er arbeitet nicht mehr mit Hardy Rambo zusammen. Nee, er hat ein Statement dazu abgegeben diese Woche. Ja, das wird mir angezeigt. Hier sieht man auch das Video dazu. Ja. Da sagt er aber auch, dass es seine eigene Schuld war, dass er so sehr egoistisch sich irgendwann entwickelt hat und dass. Also. Hani hatte wahrscheinlich keinen Bock mehr auf ihn, wa? Ja, wusstet ihr, dass er mit einer der ersten Athleten war, den Hani bei Evogen gesigned hatte? Ja, er hat ja Evogen mit groß gemacht. Genau. Boah, also könnte ich mir genau vorstellen, dass Hani auf den keinen Bock hatte. Nee, das ist auch genau. Das ist ein schwieriger Typ. Der hat doch seine Alte verhauen. Der hat doch seine Ex-Freundin immer verhauen. Dann war das, der hatte noch eine Klamottenmarke, ich weiß nicht mit wem. Und während der Zeit hat der gekokst wie ein Weltmeister. Und hat halt immer im Rage seine Frauen verhauen. Und dann gab es ein Video nach dem anderen zu dem. Und dann wurde er ja gecancelt, also komplett gecancelt. Aber Rücken ist ein Mist. Ja. Also das ist Amateur-Level. Das ist tatsächlich nicht gut. Also das ist gar nichts, muss man mal dazu sagen. Ich bin von dem bis jetzt noch nicht begeistert. Der sieht zwar aus wie ein Koffer und er sagt auch, er ist so schwer, wie er noch nie war. Aber ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, wow, der wird da richtig mies rasieren. Die Sache bei dem ist, und das hat normalerweise ein Hani immer geschafft, ist, und das muss man bei allen Hani-Athleten sagen,
die sehen binnen 4 Monaten aus wie völlig andere Menschen. Ja, das stimmt. Also die machen alle, auch ein Derek und Co., die machen wirklich 16 Wochen vollkommen anderer Mensch. Und der hat jetzt noch irgendwie 10 oder 11 Wochen und das ist nicht sein erstes Rodeo. Der hat schon 4 Mr. Olympia gewonnen. Der weiß eigentlich genau, was er machen muss. Wenn er jetzt nicht mehr so... Ah, das weiß ich nicht, weil da, als er gewonnen hat, da war echt was ganz anderes gefordert, ne? Das stimmt. Das stimmt. Also ich bin mal gespannt. Also, ist auf jeden Fall mal wieder ein interessanter neuer Kandidat und der bringt auch vor allem wieder eine große Gefolgschaft mit. Es ist das erste Mr. Olympia Comeback, also das erste Comeback eines damaligen Mr. Olympias, der gefühlt noch nicht zu alt ist, ja, um sich tatsächlich nochmal zu placen. Ja. Ansonsten kannte man das immer nur, dass oder Geld. Ja, dass nochmal einer zurückgekommen ist und dann obwohl, stimmt das überhaupt, was ich sage? Ist überhaupt irgendwann mal jemand zurückgekommen, der weg war? Arnold ist damals zurückgekommen, naja, und hat dann sehr umstritten gewonnen. Wenn du es so willst, nimm einen Dexter Jackson. Ja, aber war der mal könnte weg man zwischendurch? Der hat ja nie retired. Nee, aber der hat nie wieder gewonnen. Du könntest halt so argumentieren nach dem Motto, er hat immer weitergemacht, aber auch da muss man ja sagen, Dexter also war immer auf nicht so Platz 2 oder 3, wo er hätte auch gewinnen können, wenn die off wären. Er ist kein Kevin Logroni. Nee, der, genau. Der nach 10 Jahren aus der Versenkung kommt und man denkt, okay, das kann nichts werden. Ja. Obwohl wir alle bei Kevin Logroni am Anfang wirklich Hoffnung hatten. Muss man ja mal ehrlich sagen. Im Oberkörper war der auch gut. Und ich glaube, wenn der nicht so scheiß Knieverletzungen und so gehabt hätte, ich glaube, dann hätte er da wahrscheinlich sogar den einen oder anderen Arsch versohlt. Ich hätte es mir, oh, das wäre das Geilste ever. Das wäre mein schönstes Bodybuilding-Erlebnis ever gewesen. Von einem 50-Jährigen komplett verblasen werden. Die Ära haben wir leider verpasst. Ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, ist mal interessant zu sehen, auch da, dass Leute ein Comeback haben und dass es sich verändert. Allgemein, ich bin mal auf Mr. Olympia gespannt. Das wird dieses Jahr wieder gut. Vor allen Dingen kannst du auch bei den offenen Jungs würfeln. Du kannst nicht aktuell sagen, wer Top 5 wird. Also eins kann man alle vorhersehen, dass es Derek werden wird, sagen wir es mal so. So, Hardy wird 2, 3 oder 4. Da ja Rami ja durchgereicht wurde und auch andere schon vorher, glaube ich, dass jetzt das Tor offen ist, um auch Mr. O's abzusägen. Du hast einen Samson, der da oben mitspielen wird. Du hast jetzt einen Andrew. Andrew sieht gut aus, aber Andrew muss noch besser in Form kommen. Du hast Andrew, du hast deinen Nick Walker, du hast immer noch einen Big Ramy, du hast einen Brandon Curry. Ich habe wo ich mit Chris geredet habe, habe ich angefangen zu zählen, wer sich qualifiziert hat und wo die Plätze sind. Dicker, ich war bis Platz 14, konnte ich fast genau sagen, wo die Leute liegen. Und das hatte ich noch nie. Wo ich sage, scheiße, Alter, das sind 14 Leute dabei, die alle fucking gut sind. Und da konntest du bei vielen Plätzen rumflipfloppen, wo du sagst, ah, okay, der könnte jetzt da sein, der könnte da sein. Beispielsweise, wie stellst du einen Andrew Jack, einen Big Ramy und einen Brandon Curry? Wer gewinnt das denn? Das kann keiner sagen, die musst du alle nebeneinander sehen. Ich würde jetzt sagen, weil ein neuer Kollege, coole Linie, kannst du Andrew packen. Ja, Dicker, dann ist der irgendwie Platz 6 oder 7, weil davor noch irgendwie Nick Walker ist, Samson, Hardy, Derek und was auch immer. Andrew nicht Nick sogar geschlagen? Nee. Nick war doch letztes Jahr Dritter. Stimmt. Und Quatsch. Andrew war, glaube ich, Achter oder so. Aber Samson wird dieses Jahr aufgehen. Der war letztes Jahr, glaube ich, 6. oder 7. Und dieses Jahr bin ich mir ziemlich sicher, wird er Top 3 oder Top 4. Hat er nicht die Arnolds gewonnen, Samson? Ja. Ja, okay. Und vorher hat Nick die Arnolds gewonnen, dann Samson die Arnolds gewonnen. Als Arnold-Sieger es ist schon und die Samson, Leistungsdichte, ist krass. Und vor allem bei den Athleten tut sich auch noch was. Also die sehen jetzt auch jedes Mal noch anders aus, wenn die auf die Bühne gehen. Samson hat ja damals einen Riesensprung gemacht. Bei Nick ist auch immer noch krass, da passiert jedes Mal was gefühlt. Ja, ich finde aber, Nick baut in Relation ab, weil ich habe heute wieder noch, habe ich auch gestern noch gesagt, und heute habe ich noch ein Bild gesehen von Samson, letztes Jahr, dieses Jahr Arnolds. Und ich habe mir gedacht, Dicker, hat der sich selbst gegessen? Was ist denn mit dem passiert? Und der ist halt auch letztes Jahr gefühlt gar keiner auf dem Zettel. Ja. Weil der einfach, und das Schlimme ist ja bei dem, der hat Linie und geisteskranke Masse. Der ist ja wirklich ein Koffer. Und ich habe immer schon gedacht, ah, okay, der wird overhyped. Dann hast du den gesehen, hast die Shows gesehen, live gesehen, denkst du dir, ja, scheiße. Gut, das ist einer, der theoretisch Derek
noch gefährlich werden könnte. Ich sehe an Derek keinen Weg vorbei, muss ich bei sagen. Bei Derek ist immer die Frage, Derek hat in der Vergangenheit ganz oft nicht die Condition gebracht. Ja. Der war jetzt auf den letzten zwei Shows, war der Knüppelhart. Aber ja, damals hat sich Derek immer schlecht geplaced, weil er quasi drüber war. Ja. Und das lässt die Tür aber natürlich ja auch krass offen. Wenn der auf einmal nicht mehr in Shape kommt, dann würfel mal komplett durch. Ja. Aber wenn du dir das Bild anguckst, der sieht aus, als wären das zwei völlig unterschiedliche Menschen. Die Beine, Alter. Die Beine sind improved, also das Licht, Posing Licht ist improved. Licht ist natürlich auch deutlich besser rechts, ne? So, ja, gerade was die Einschnitte in den Beinen und so angeht, also rechts sieht ja schon fast aus, als wäre da ein Filter drüber, ne? Ja. Aber Teil hier sieht schmaler aus. Post deutlich besser. Viel bessere Pose gewählt. Arme sind, ja, haben sich wenig verändert. Nacken, Schulterpartie ist durchs Posing besser. Aber Beine ist halt riesengroßer Unterschied. Weiß ich nicht, ob das nicht so krass das Licht auch ist. Jo, kann sein. Auf der anderen Seite ist auch scheißegal, weil er wird auf jeden Fall auf Olympia brutal gut aussehen. Weißt du, was sich krass verändert hat? Was denn? Ein Muskel, auf den nie einer guckt? Waden, nein. Doch, Digga, guck dir mal die Waden an, den Unterschied. Ich glaube, das ist Winkel. Winkel und Licht tatsächlich. Okay, aber also wenn du das so anguckst, Alter, sieht das aus, als hätte er auch gut Waden-Progress gemacht. Ja, doch, ja. Stimmt, ja. Also, ich meine, interessiert kein Schwanz, aber... Scheißegal, Progress ist Progress. Und Arme sind auch besser. Ja, die waren vorher aber auch keine Schwäche. Nee, aber die sind auch besser geworden. Also die Pose ist auch deutlich besser. Auf jeden Fall ein ganz, ganz... ja, er sieht nicht so narrow aus, ne, wenn er die als Faust macht. Ist das ein Viech, Alter? Ist das ein Viech, Alter? Gesehen, Dicker. Der saß da in der ersten Reihe. Der hat den ganzen Tag nur gegessen, dieser Mensch. Ich habe den Gastposen sehen auf der scheiß Meisterschaft, wo Chris angetreten ist. Ich habe den Posen sehen, da stand ich hinten und dann hat Chris ein Bild mit denen gemacht. Also ich habe ja schon viele Leute in Persona gesehen. Aber meine Güte, da war der Peak Offseason. Dicker, der hat... Das war ein Fleischberg, wo du gedacht hast, meine Fresse. Und er hat da irgendwie so 135 oder was auch immer Kilo gewogen. Da stehst du davor, denkst du, oh, gut, okay. Dein Arm ist ein Bein von dem Classic Physik Competitor. Das ist, ja, nice. So 60er Ärmel. Sehr nice. Also mein größter Aha-Moment, das war, glaube ich, auch deiner dieses Jahr, Max, war immer noch Chriso. Mhm. Ja, ich glaube, den habe ich übrigens ganz vergessen. Der ist auch noch in der Top 5, Top 6 den dabei. Den musst du auch noch einordnen. Ja, deswegen, wie gesagt, in dem Podcast mit Chris habe ich alles aufgerattert. Wir sind das ist auch Platz noch so ein großer gekommen. Athlet. Samson ist ja auch relativ groß. Ja. Also der Samson, Andrew, Chriso, die sind alle relativ groß für Bodybuilder, aber trotzdem massiv. Und Chriso kam ja so eklig in Form, wie er der noch kam, hingekommen der, ist. Der kam ganz, also der... Ey, ich bin gespannt. Also, Mr. Olympia macht die letzten zwei, drei Jahre wieder richtig Spaß. Ja, weil es keinen Dominierenden gibt. Es wird getauscht. Es wird in der Open wird getauscht. Hardy wird garantiert nicht gewinnen. Dafür sind viel zu viele gute Leute da. Und es rücken echt krass viele Leute nach inzwischen. Ja. Neue Ära. Sport. Sonst haben wir ja als nächstes noch was Deutsches oder ein großes deutsches Battle und das ist als nächstes Italien, wenn ich mich nicht irre. Richtig, Alex? Müsste Italien, Dennis. Milan, ne? Genau. Mailand, oder? Ja. Dennis, Reinhold, Tim. Wann Mülsheim. Ist das? Nächstes Wochenende? Ein Wochenende nach 30. Oder? 30.09. Echt? Ich glaube, 30.09. ist das. Ja, dann ist es ja noch ein Monat, nur 4 Wochen. Dann sehen wir die ja vorher alle schon in Alicante. Es ist ein Wochenende nach unserer Eröffnung. Ah. Na dann ist ja vorher sogar noch Alicante, wo wir die alle sehen, weil dieser ganze deutsche Trupp, die sind ja auch alle in Alicante. Ist da überhaupt Open Bodybuilding in der Alicante-Show, die wir machen? Ja, ja. Okay. Tim ist da, Roman ist da. Ich habe eine miese Wimper im Auge, Alter. Ja, Roman startet da. Mhm. Roman? Mhm. Okay. Wieso macht er denn den Wettkampf mit? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe nur den Auftrag bekommen, diese Woche das Social-Media-Paket dafür zu schnüren.
Wieso macht denn Roman jetzt doch einen Wettkampf? Bin ich mal gespannt. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Also aus meiner er hat, Sicht. Er hat nichts mehr zu gewinnen. Er hat jetzt nur noch was zu verlieren oder seinen Standpunkt wirklich sehr klar zu machen. Aber ich meine, für die Fans ist es auf jeden Fall spannend, ihn mal neben den anderen deutschen Athleten zu sehen. Ne? Ja. Und ich muss sagen, Tim neben Roman, auch in Alicante. Genau. Tim neben Roman ist, glaube ich, schon spannend. Der liebe Mike Ziesler ist auch noch dabei. Mike Ziesler ist auch da in Alicante. Den darf man auch nicht vergessen. Mike, den darfst du überhaupt nicht unterschätzen. Der ist brutal, Alter. Der hat Enrico geschlagen. Der ist brutal. Und das vergisst man immer. Mike war so richtig so ein Underdog-Digger. Der ist ein Bock schwer. Der wiegt irgendwie 135 oder 136 Kilo in Form. Also in wirklich guter Form. Und man denkt immer, wenn man die Bilder oder so denkt, so, oh, der sieht gut aus. Und dann steht der plötzlich neben jemandem anderen. Und ist der andere einfach non-existent. Wo du denkst, was ist das denn? Den darf man nicht vergessen. Der ist ein heißes Eisen. Der ist nicht gespannt. Wie gesagt, aber dann, der hat Enrico geschlagen. Ja. Das hat zwar keiner begriffen, inklusive Mike, aber die Kampfrichter haben das offensichtlich so gesehen. So, hey. Das darf man nicht vergessen. Der ist ein Guter. Der kommt auch gut vorwärts. Also, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall ereignisreich und visuell von uns auch wieder begleitet. Und wird guten Content geben die nächsten Wochen noch. Plus Gym-Eröffnung, plus Indian Spirit Festival und danach sind wir reif fürs Irrenhaus. Ja, ich wollte gerade sagen. Nee, danach geht es ja erst richtig los, dann ist ja Gym auf, dann können wir endlich anfangen, Content zu machen. Ja, stimmt. Dann können wir auch endlich mal wieder trainieren. Ja, dann wird wieder, da kommen noch Sachen auf euch zu. Ha! Leute, vielleicht trainiere ich wieder Beine. Man weiß es nicht. Es passiert. Oh, Wunder. Also ich werde es bei euch tatsächlich. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Also ich weigere mich. Wenigstens einer muss hier die Stange halten, der nicht Beintrainierenden. Dicker, ich laufe nicht mit so Pommes Peaks in rum. Mach da nicht mit bei der Scheiße. Bisschen Blut durchpumpen, so alle 2-3 Wochen mal so Alibi-mäßig, so ein Beintag, der so Larifari ist. Wenn es Alibi-mäßig wäre, wäre ja schön, aber mit Max, also das Problem ist, ich werde halt immer mit Max viel trainieren gehen und mit Max gibt es halt nur ein Gas und das nennt sich Vollgas. Ja, ich kann auch Beine nicht Larifari, deswegen trainiere ich sie halt gar nicht. Weil entweder mache ich das richtig und dann kann ich 2 Wochen nicht laufen, mir tut alles weh danach, oder ich lasse es halt. Ich lasse es, ich halte die Kamera, gib Schluss. Ich hab das Reha-Training wirklich perfektioniert. Ich krieg das mittlerweile hin. Einfach nur hast hin. Hast du noch Carsten Pfützenreuther Beintraining entwickelt? Nee, das, Digga, so ein angefluftes Rum mit so einem Halbsteifen ins Treten gehe ich nicht. Nee, das ist mir zu esoterisch. Das kann ich auch nicht. Aber ich mach halt ganz stumpf, ich mach keinen Hit mehr, ich mach ganz stumpf, ich mach meine 3 Sätze und ich schlage immer mein Logbuch. Das ist das Einzige, was ich mache. Heißt, ich gehe rein, ich gucke an, was ich letztes Training gemacht habe, wenn ich irgendwie 4 Wochen nicht trainieren war und wieder voll krafttechnisch irgendwie untergebrochen bin oder was auch immer, fange ich da an. Das ist ganz einfach. Ich mache einfach immer mehr als letzte Woche. Ich habe letzte Woche, keine Ahnung, was weiß ich, am Butterfly gemacht. Ich mache die Woche mindestens 2-3 Reps mehr oder ich nehme mehr Gewicht. Fetch aus. Das ist Reha-Training, das reicht. Du pushst dich zwar immer wieder, dass du mehr machst, aber du machst immer Progress, das reicht. Das ist super. Ist wie bei mir, Digga. Ich werde ja auch in den Übungen, die ich mache, werde ich ja komischerweise einfach immer noch stärker. Ja klar, normal. Und solange das passiert, kann auch die Atrophie nicht wahnsinnig doll voranschreiten. Du weißt, Alex, wir haben eh noch ein Push-Training beide offen. Nachdem Justin das Gerücht gestreut hat, dass du der stärkste Nicht-Bodybuilder ist, mit dem er Push trainiert hat. Digga, und ich habe an dem Tag nicht unterschätzen. Alex ist tatsächlich ganz schön stark. Ja, deswegen sage ich ja auch bei Push, Gott sei Dank. So von daher, dass... Das kriegen wir hin. Ach, da wird's. Wir werden eh alle so viel Scheiße bauen. 100 pro. Irgendeiner kommt eh auf irgendeine Schwachsinnsidee. Oder irgendwie gibt es irgendein Drecksgewinnspiel oder irgendwas, wo man sagt, ey, eine Bestrafung für Wetten. Wie oft haben wir hier schon auf irgendwelche Placings gewettet? Jetzt kannst du im Gym immer alles machen. Keine Ahnung, er muss 100er Beinsätze oder so eine Scheiße machen. Da gibt es so viel Schwachsinn. Ja, live. Weil wir machen unseren Livestream dann aus dem Podcast-Raum. Ja. So, und dann ist der Wetteinsatz, alles klar, da wird die Kamera kurz abmontiert. Dann wird die mitgenommen und dann Attacke. Geht die Tür raus und Licht geht an und Attacke, Alex, so. Können wir in der Werbeunterbrechung mal kurz kotzen gehen. Ja. Und der heutige Sponsor. Gut, ihr Gauner, wir haben 1 Stunde 45 hinter uns schon wieder.
Ja, sehr gut. Reicht. Dann verabscheue ich euch. Ich habe mir jetzt was zu essen bestellt. Das muss ich auch. Danke. Reingehauen. Wir sehen uns nächste Woche. Wir geben Gas. Ave Cäsar. Tschüss.